der Zeit geredet wurde, und eigentlich die gesamtgesellschaftlichen Fragen wesentlich interessanter waren. Aber dass die Baxi sich nicht gemeldet hat, um entsprechende Fragen zu stellen? Ich begrüße meine Gäste, das ist einmal meine Liebe, Frau Anna Viselli. Sie ist in der Redaktion Netzpolitik.org. Netzpolitik.org ist vor einigen Monaten zur Berühmtheit geworden, nachdem der damalige Generalstaatsanwalt, ich hieß er gleich nochmal, ich glaube, Ermittlungen eingeleitet hat und dann im Nachhinein noch zurücktreten musste, weil er sich dann noch übernommen hatte, beziehungsweise die Politik ihn dann plötzlich im Stich ließe. Zu meiner Rechten Jacob Applebaum, er ist Internetaktivist und Spezialist für Computersicherheit. Wir haben natürlich auch einen Vertreter und einen Vertreter des Verteidigungsministeriums angefragt, auch vor dem Hintergrund der Anhörung, die wir vor einigen Wochen am 22. Februar hier hatten. Angefragt, das Verteidigungsministerium hat sich nicht bereit erklärt, uns mit einer Person zu bereichern, sodass wir auch deren Position, deren Wissen mit verwerten können. Man bedauere, ich zitiere, mitteilen zu müssen, dass zu dem angegebenen Termin leider kein Vertreter mit der Veranstaltung angemessene Expertise verfügbar ist. Die wesentlichen Positionen der Bundeswehr wurden im Rahmen der öffentlichen Anhörung zu diesem Themenkomplex am 22. Februar dargelegt und liegen Ihnen vor. Im Rahmen des von uns weiterhin angestrebten konstruktiven Umgangs zwischen dem BMVG und dem Parlament bieten wir selbstverständlich gerne an, bei Rückfragen zur Verfügung zu stehen. Darüber hinaus kann ich Ihnen mitteilen, dass im BMVG keine Strategie zum Cyberwar vorliegt und eine entsprechende Erstellung auch nicht beabsichtigt ist. Zitat Ende. Man hat also seitens BMVG derzeit nicht unbedingt die Notwendigkeit erkannt, sich dann auch den Fragen hier zu stellen. Was wir bestätigen können, was ich bestätigen kann, ist, dass uns auch keine Strategie bekannt ist zum Cyberwar, aber es gibt eine Leitlinie mit dem Titel Strategische Leitlinien oder Strategische Leitlinien Cyberverteidigung des Geschäftsbereiches BMVG. Worin jetzt der Unterschied zu einer Strategie, kann ich nicht sagen. Da wäre es ganz hilfreich gewesen, wenn das BMVG eine Person entsendet hätte, die uns über den Unterschied aufklärt. Ist nicht der Fall, müssen wir also zurechtkommen. Es existiert also eine Cyberstrategie seit letztem Frühjahr. Im April wurde sie hier in der Republik gemacht. Wir haben davon, ich glaube, Spiegel online, glaube ich, erfahren. Und uns, zumindest den Grünen und der Linken, ist es nicht zur Kenntnis gegeben worden. Gemeinsam mit den Grünen haben wir dann einen gewissen parlamentarischen Druck ausgeübt, sodass im Juni dann auch uns die Cyber- oder die Leitlinie zur Cyberstrategie an die Hand gegeben worden ist. Dort sind eine Vielzahl von auch Offensivforderungen formuliert und im Januar 2016, also vor wenigen Wochen, wurde dann laut Spiegel auch nochmal unter der Überschrift Responsive Cyber Defense deutlich, dass man sich offensiv verteidigen möchte. Diese Responsive Cyber Defense fokussiert nicht alleine darauf, Angriffe gegen die eigenen Netze aufzuklären und Angriffe gegen die eigenen Netze abzuwehren, sondern gewissermaßen Abwehrmaßnahmen zu entwickeln, die sich außerhalb der Grenzen des eigenen Netzes auswirken. So eine Art vorgelagerte Verteidigung, um es im konventionellen Begriff zu fassen. Die Frage ist, ob eine klare Abgrenzung zwischen Defensiv und Offensiv auch möglich ist. Darauf wird sicherlich Frau Seringer nochmal eingehen können. Das ist auf jeden Fall der Gegenstand, den wir auch heute diskutieren werden. Ich muss gerade ganz kurz entschuldigen. Die Störung hat damit zu tun, dass Frau Dr. von der Leyen einen Doktortitel behalten kann. Die Uni Hannover hat das soeben entschieden. Das war für mich ganz von Interesse, weil sonst ein Interview angestanden hätte im Rahmen dieser Veranstaltung hier, was jetzt offensichtlich nicht mehr stattfinden wird. So, es geht darum, dass die Bundeswehr auch ihre Cyberfähigkeiten auszubauen bedenkt. Der Staatsschutz kann gewissermaßen für diesen massiven Ausbau, der anstehen soll, welche Weise das nun stattfinden wird, ist, glaube ich, auch der Bundeswehr noch nicht so ganz klar. Aber der Ausbau soll stattfinden. Es gibt in Rheinbach eine Computernetzwerkoperationseinheit, wenn ich das so bezeichnen darf, und die üben nach offizieller Lesart den Ernstfall, also sozusagen nur theoretisch derzeit. Die Frage, die sich für uns, es gibt eine Vielzahl von Fragen, eine Frage ist natürlich die, inwiefern durch die Cyberangriffe, Cyberwar,
auch die reale Kriegsgefahr, also die analoge Kriegsgefahr, steigt in der wirklichen Welt. Sie steigt dann, wenn vermeintliche Cyberangriffe Anlass bieten, selbst im Rahmen von Selbstverteidigungsbehauptungen, konventionell oder virtuell zurückzuschlagen. Das Missbrauchsrisiko ist dabei immens, weil auch keine klare Verantwortlichkeit oder keine Klärung der Verantwortlichkeit unmittelbar gegeben ist. Es gibt den Begriff der Cyberforensik, es kann zwischen Wochen und Monaten oder Jahre dauern, bis das für den Urheber einer Cyberattacke auch überhaupt identifizieren kann. Das heißt, die klare Attributierung, wie es schon heißt, ist nicht unbedingt von heute auf morgen zu gewährleisten, sondern im Gegenteil, es ist ein langfristiger Prozess. Als Beispiel dient hier diese bekannte Mailbox Stuxnet, ich glaube, ich habe es richtig ausgedrückt, wo über Jahre spekuliert wurde, in wessen Auftrag er kreiert wurde. Ob es die US-Amerikaner waren, ob es die Israelis waren, ob es beide waren in einer Weise. Es hat sich also herausgestellt, dass es viel, viel Jahre dauert. Ich glaube, es ist immer noch nicht eindeutig bewiesen, von wem diese Mailbox gewissermaßen entwickelt worden ist und eingesetzt worden ist. Es geht auch um die völkerrechtliche und verfassungsrechtliche Dimension. Die völkerrechtliche und verfassungsrechtliche Dimension mit Blick auf Cyberangriffe und Verteidigung. Und auch das ist noch nicht hinreichend geklärt. Die Veranstaltung am 22. Februar hier, auch in diesem Raum, diese Anhörung des Verteidigungsausschusses, hat einen wesentlichen Beitrag dazu geliefert. Aber es wurde auch deutlich, dass da noch weitere Fragen offen sind. Das Gleiche ist mit Blick auf das Parlamentsbeteiligungsgesetz. Dieses Parlamentsbeteiligungsgesetz soll jetzt gewissermaßen reformiert werden, zur Verschlechterung hin. Die Anregung, dass man auf jeden Fall auch den Aspekt von Cyberwar in dem reformierten Parlamentsbeteiligungsgesetz berücksichtigen sollte, wurde in dem jetzt vorliegenden Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. Das heißt, wir haben es zwar mit einer neuen Form von Kriegsführung zu tun, unter Umständen, die aber keinerlei Berücksichtigung in dem jetzigen Entwurf des Parlamentsbeteiligungsgesetzes der Regierungsfraktionen gegeben ist. Es bleibt festzuhalten, eine seriöse Zuteilung und Zuweisung, also Attribution von Angriffen, stellt ein massives Problem dar. Es ist auch fraglich, wiefern Hackerangriffe, die aus einem Staat gegenüber einem anderen Staat gehandhabt werden, aber sozusagen keine staatliche Verantwortung dahinter steht, sondern private Hacker oder Cyberterroristen dafür verantwortlich sind. Wiefern solche Angriffe reduziert werden können, man Maßnahmen ergreift, die Internetfreiheit zu reduzieren, einzuengen etc. etc. und welche Auswirkungen das auf die Bürgerfreiheiten hat. Das ist eine zentrale Frage, weshalb wir auch diese Veranstaltung heute machen. Das heißt, die Zukunft des Internets vor dem Hintergrund von Cyberwar, wie weit dort die Zukunft des Internets als freies Netz zu beeinträchtigen ist. Ich habe diese Frage auch bei der Anhörung am 22. Februar gestellt gegenüber dem Vertreter des Innenministeriums, dem Staatssekretär Witt, als auch der Staatssekretärin Suda vom BMVG. Beide haben diese Frage umgangen. Ich habe bei Witt nochmal explizit nachgefragt. Er hat es dann nochmal explizit umgangen. Er hat also die Frage nicht beantwortet. Welche Vorstellung es dazu gibt, wie man das künftig verhindern möchte. Mit anderen Worten, man ist sich entweder selber nicht im Klaren darüber, welche Schritte man gehen muss, um Cyberangriffe vom eigenen Territorium durch private Hacker, durch potenzielle Cyberterroristen zu verhindern. Oder man hat schon Überlegungen, möchte sie aber nicht kundtun. Damit sind wir bei der Überleitung zu dem Thema, was wir heute bearbeiten wollen. Als erstes wird hier zu Frau Anna Biselli reden. Sie wird über die Attribution von Angriffen berichten. Sie wird über die Abgrenzung gewöhnlicher Hackerangriffe von Kriegshandlungen was sagen. Über die hohe Wahrscheinlichkeit von sogenannten Kollateralschäden. Und was es bedeutet, dass staatliche Cyberangriffe fast immer auf der Nutzung von Sicherheitslücken aufsetzen. Anna ist Redakteurin bei Netzpolitik.org, Informatikerin und Datenreisende. Seit 2013 ist sie schreibend bei Netzpolitik.org aktiv, davor aber schon seit 2007 als Userin. Jacob Applebaum spricht danach über Cyber Peacebuilding, was immer das heißen mag, für mich auch ein neuer Begriff. Er wird über Anonymität, staatliche Überwachung und Zensur, Techniken, um staatliche Überwachung zu entgehen, wie zum Beispiel Tor, das Programm Tor, und Kryptographie reden, um die staatliche Bemühungen und ihre Nutzung einzuschränken. Und Jacob ist unabhängiger Journalist, Internetaktivist, Spezialist für Computersicherheit und Hacker. Ich habe ihn gerade mal nach seiner Firma gefragt, das war WikiLeaks. Bekannt wurde er als Entwickler von dem System Tor.
Ihr unterstützte die Filmemacherin Laura Poitras, ist das richtig formuliert? Poitras, die den Film Citizen 4 über Edward Snowden gedreht hat, bei der Auswertung der von Edward Snowden enthüllten Dokumente, bei der Verleihung des internationalen Whistleblower-Preises von Transparency International in Berlin und der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler. An Snowden trug er dessen Dankesrede vor. Applebaum hat recherchiert zur Überwachung des Mobiltelefons von Angela Merkel durch die NSA. Dafür erhielt er 2014 den Henry Nannen-Preis für die beste investigative Leistung im Jahr 2013. Und aufgrund der NS-Vergangenheit von Henry Nannens ließ er die Büste, also ein Nannen-Porträt, einschmelzen und spendete das Preisgeld an die VVN-BDA und an das antifaschistische Pressearchiv und Bildungszentrum Berlin. So, damit beginnen wir jetzt die Debatte bzw. die Vorträge und danach die Debatte. Wenn es Verständnisfragen gibt, dann sind sie zulässig. Diskussionsfragen nicht, das ist natürlich am Ende der Vorträge. Bei Verständnisfragen selbstverständlich können wir einladen. Ich bitte unsere beiden Referenten auch so zu formulieren, dass es Politiker verstehen und dass es auch Politikinteressierte verstehen. Wir kommen alle nicht aus diesen Fachbereichen. Anna, möchtest du starten? Jo. Bin ich zu hören? Irgendwie? Nö? Links. Krass? Okay, yes. Links. Genau, und dann will ich auch gleich dazu sagen, ich bin nämlich keine Mitgliedin und auch keine Juristin. Dementsprechend ist gerade dieser ganze völkerrechtliche Aspekt nicht unbedingt das, was ich beleuchten will. Aber was eben klar wird und wo eben auch so diese Völkerrechtsproblematik klar wird, ist, dass einfach vieles sehr ungeklärt ist, wenn wir von Cyberwar reden. Und deshalb finde ich, dass wir noch ein bisschen zurückgehen müssen und uns fragen müssen, was ist dieser Cyberwar überhaupt? Was macht das aus und warum haben wir so große Schwierigkeiten damit, diesen Begriff überhaupt so zu definieren? Und er wird eigentlich in meiner Wahrnehmung ganz oft primär als Buzzword benutzt, primär als Wort, um eine gewisse Bedrohung aufzubauen, so wie immer, wenn wir irgendwo Cyber davor setzen. Denn den Cyberwar als solchen gab es bisher nicht. Das heißt, es gab keinen Krieg, den wir als Cyberwar in dem Sinne bezeichnet haben, aber es gab immer wieder einzelne Angriffe, die dann als Cyberangriffe gewertet wurden. Deswegen, sag ich mal, wenn man so ein bisschen zurückguckt im Kosovo-Krieg an, wo Kommunikationsnetze unterbrochen werden, wo Banken angegriffen worden sind. In Estland gab es öfter mal bei Auseinandersetzungen mit Russland Angriffe auf Medien, Parlamente und Banken. Und das Stromnetz in der Ukraine, das im letzten Dezember abgeschaltet wurde, ist sicherlich ein relativ aktuelles und auch prominentes Beispiel. Vor kurzem aber hat Ash Carter aus dem Verteidigungsministerium der USA gesagt, dass die USA gegen den Islamischen Staat mit Cyberangriffen vorgehen. Und das wurde dann als Cyberkriegserklärung gewertet, ist aber auch medial nicht wirklich großartig beachtet worden. Aber heißt eben, dass die USA jetzt gesagt haben, wir führen eine Art Krieg im Cyberraum gegen den IS und greifen eben dessen Kommunikationsnetze an, um andere zu benachteiligen. Ich möchte aber wenig in meinem Eingangsstatement weniger Antworten präsentieren als vielmehr Fragen, die uns klar machen, dass wir vieles über diesen Cyberraum noch gar nicht wissen und dass es deshalb meiner Meinung nach ziemlich fahrlässig ist, einfach damit anzufangen, für diesen Cyberraum aufzurüsten, ohne grundlegende Fragen dafür nicht geklärt zu haben. Und zwar die erste Frage ist, was ist überhaupt eine kriegerische Handlung im Cyberraum? Was ist eine Handlung, die dazu berechtigt, es als Krieg zu bezeichnen und auch eben mit einem bewaffneten Angriff darauf zu antworten? Was unterscheidet jetzt einen gewöhnlichen Hacking-Angriff, wenn man das so sagen kann, von einem Cyberangriff, der die Schwere einer Kriegstat erreichen würde? Denn erst dann haben wir die Möglichkeit oder hat ein Staat die Möglichkeit, sich eben zu verteidigen, auch mit konventionellen militärischen Mitteln. Aber ein Cyberangriff, der eine Schwere gehabt hätte, die wirklich im Sinne von Zerstörung, von Tod von Personen oder so nach sich gezogen hätte, den gab es bisher auch nicht. Nichtsdestotrotz gibt es Cyberangriffe, die großen Schaden anrichten können. Gerade wenn es darum geht, dass Banken angegriffen werden und immenser finanzieller Schaden entsteht. Aber mit dieser klassischen Selbstverteidigungsdefinition, die eben im restlichen Kriegsrecht gebraucht wird, kommen wir hier nicht weiter. Und deshalb ist meiner Meinung nach die Gefahr hoch, dass eben die Eingriffsschwelle für einen Cyberwar und eben um Maßnahmen dann auch mit konventionellen militärischen Mitteln zu beantworten, ziemlich gering gesetzt wird. Die zweite Frage, auf die schon so ein bisschen eingegangen wurde, ist, wie lassen sich denn Angriffe zweifelsfrei zuordnen zu Nationen oder zu Gruppen? Und ich glaube, all unsere Erfahrungen oder alles das, was wir vielleicht auch in den Medien gelesen haben, zeigt, dass es eben nicht einfach geht. Vor kurzem kamen diverse Protokolle über den Bundestagshack ins Internet und mit denen habe ich mich diverse Wochen beschäftigt.
Und da ging es eben auch medial primär darum, wer hat denn diesen Angriff überhaupt durchgeführt. Und da wurde immer wieder gesagt, okay, die Russen waren es, es kam aus Russland, es war der russische Geheimdienst. Ein anderes Mal war es dann eine russische Hackergruppe. Und jemand hat mit dem Computer der Linksfraktion, also Claude Guarnieri, hat eine Analyse durchgeführt und hat auch gesagt, ja, okay, da gibt es Muster, die deuten darauf hin, dass es eine Gruppe aus Russland war. Es gibt diesen APT-28-Angriff, der sehr typisch für diese Gruppe ist. Dieser Gruppe wurden früher schon Angriffe zugeschrieben. Und auch das BSI hat gesagt, okay, diese Gruppe ist sehr wahrscheinlich als Angreifer, aber in diesem ganzen Schriftstück finden wir nichts von einer Attributierung zu Russland. Und das aus gutem Grund, weil eben sich aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, das kommt von Russland, das kommt von dieser Nation, das kommt von dieser Gruppe, wäre einfach zu viel gewesen, weil die Beweise, die man hatte, selbst mittlerweile nach über einem halben Jahr nach diesem Angriff, sind eher dürftig. Selbst die Beweise dafür, dass es einen staatlichen oder einen nachrichtendienstlichen Charakter hatte, waren so dürftig, dass zum Beispiel der Generalbundesanwalt erst Anfang dieses Jahres angefangen hat zu ermitteln. Das heißt, wir haben keine gesicherten Beweise. Und wenn wir uns jetzt überlegen, das hat über ein halbes Jahr gedauert und wir sind jetzt in einem, sag ich mal, Kriegsszenario und jemand fängt an, eine kriegerische Handlung zu beantworten zu wollen und muss entscheiden, wo kommt die überhaupt her und kann ich mir sicher sein, dass die von dieser Nation stammt, ist das ziemlich unmöglich, weil dann ist die Reaktionszeit, die man hat, eben nicht ein halbes Jahr, um forensische Analysen zu machen, sondern dann ist die Reaktionszeit vielleicht weniger als ein Tag. Unabhängig davon, welche Nation wir das zuordnen, ist es eben auch schwierig zuzuordnen, zu sagen, ob wir das einer Gruppe zuordnen oder das als einen staatlichen Angriff attributieren, wo überhaupt die Grenzen sind. Denn wir wissen auch, dass Hackergruppen mit Staaten zusammenarbeiten, dass es aber auch nicht immer klar ist, ob das jetzt quasi von, sag ich mal, gewöhnlichen Kriminellen, ob das von Nachrichtendiensten kommt oder ob das von komplett staatlicher Seite als Kriegshandlung durchgeführt wird. Außerdem ist es auch für staatliche Stellen nicht besonders schwer, solche Angriffe zu täuschen. Und gerade das ist auch eine Fähigkeit, die die Bundeswehr selbst entwickelt. Und das ist auch eine Fähigkeit, die in dem Teilmanual, das Regeln für den Cyberwar aufstellen soll, als erlaubte Handlung steht. Das heißt, das ist natürlich nicht rechtlich bindend, aber da steht drin, okay, es ist zulässig zu sagen, vorzutäuschen, dass ein Angriff nicht von dem Staat, von der Truppe kommt, sondern von woanders. Und wenn wir schon so mittel in erlaubten, sag ich mal, im erlaubten Spielraum haben, dann können wir eben nicht sagen, dass wir mit Sicherheit sagen können, dass wir einen Angriff zuordnen können, wenn man selbst daran arbeitet, genau das zu vertäuschen. Das Einzige, womit man sich ein bisschen dafür wappnen kann, Angriffe zuordnen zu können, ist im Voraus schon in die Systeme der anderen einzudringen. Das heißt, man geht von einem gewissen Misstrauen aus, man listet sich in die Systeme derer ein und schaut dann eben, wenn von der Seite aus was passiert, wer das denn gewesen ist. Oder dann im Nachhinein in die Systeme einzudringen, die die Angreifer benutzt haben und damit eben auch in die Systeme derer einzudringen, die daran gar nicht beteiligt waren, weil es ganz oft eben so ist, dass Angreifer sich anderer Systeme bedienen, in die sie sich entweder vorher reinhacken oder auf die sie sonstigerweise Zugriff bekommen, um einen Angriff eben zu verschleiern. Und das Problem ist eben, was haben wir jetzt für eine Situation, wenn wir jetzt eine Fehlattributierung machen, dann ist das, wenn man die Fehlattributierung dann mit einer weiteren Reaktion belegt und eben den Falschen angreift und sich nicht nur verteidigt gegen eine allgemeine Gefahr, ziemlich tragisch im Zweifelsfall. Dann die Frage, wie ist die Geschichte mit dem offensiven und mit dem defensiven Verhalten? In der deutschen Diskussion wird ganz oft, meiner Meinung nach, das Augenmerk auf die Defensivität gelegt, was auch in Ordnung ist. Natürlich ist es in Ordnung, sich gegen Angriffe aus diesem vermeintlichen Cyberraum zu verteidigen, aber in den USA haben wir jetzt gerade das andere erlebt, dass ganz klar gesagt wird, wir gehen offensiv gegen den Islamischen Staat vor und mischen uns da in die sozialen Netzwerke ein, um eben zu verhindern, dass sie weitere Leute rekrutieren können, um ihre Kommunikationsinfrastruktur zu unterwandern, damit sie eben das Vertrauen in diese Struktur verlieren. In Deutschland hieß es eben in dem Papier, das vorhin schon angesprochen wird, dass man eben Maßnahmen entwickeln will, die über den rein passiven technischen Schutz der Systeme hinausgehen. Und dann habe ich mir mal abhand von diesem Satz angeguckt, was soll das überhaupt sein, und eben auch mir nochmal NATO-Papiere dazu durchgelesen. Und da steht dann eben drin, okay, das ist responsiv, was auch schon erwähnt wurde. Und responsiv ist irgendwie sowas wie ein bisschen mehr als rein passiv. Aber es ist eigentlich auch, wenn man der NATO glaubt, eine Untergruppe von aktiver Cyberverteidigung. Und wir haben da ein Problem, weil wir einfach nur noch eine Unterscheidung treffen
ob Dinge passiv oder aktiv sind in dem Sinne, wofür sie benutzt werden sollen. Das heißt, die Angriffe, die durchgeführt werden, werden responsiv nur durch den Umstand ihrer Ausführung, nämlich indem ich sie einsetze, wenn ich betroffen wurde. Das heißt, ich mache einen Denial-of-Service-Angriff, das heißt, ich versuche, die Systeme meines Gegners nahezulegen, indem ich sie überlaste. Und wenn ich das responsiv mache, ist das in Ordnung. Wenn ich das aktiv machen würde, wäre das ein offensives Verhalten, was vielleicht im Normalfall nicht so in Ordnung wäre. Aber eben diese Definition und eben auch gerade zu sagen, jetzt ist ein Angriff schwer genug, um so gegen ihn vorzugehen, oder ich gehe auch in dem Moment gegen den Richtigen vor und nicht gegen die falsche Person oder die falsche Gruppe oder falsche Nation, ist eben wiederum ein Problem. Eine andere Frage, die uns es ziemlich schwer macht, zwischen aktivem und defensivem Verhalten zu unterscheiden, ist, wenn ich defensive Fähigkeiten entwickle, das heißt, wenn ich die Fähigkeiten entwickle, meine Systeme zu schützen, dann muss ich sie immer auch aktiv angreifen, um eben zu testen, ob ich meine Systeme schützen kann. Und dementsprechend ist eine Entwicklung von defensiver und offensiver, sag ich mal, Cyberwirkmitteln oder wie auch immer man das nennen mag, ist eine Sache, die Hand in Hand gehen muss und die sich einfach nicht wegdiskutieren lässt und wo eben klar sein muss, dass das passieren wird und dass man mit einer defensiven Entwicklung von Cyberwaffen auch eine aktive Entwicklung betreibt, indem man sich die Fähigkeiten dazu aneignet. Eine ganz andere Frage, die ich vielleicht auch noch kurz aufwerfen will, ist, wer ist denn eigentlich für die Cyberabwehr zuständig? Wenn wir darüber reden, dass die Bundeswehr investiert in Cyberabwehr, dann müssen wir uns fragen, so, aber haben die das nicht schon eigentlich? Denn auch die Bundeswehr hat seit 2002 ein Computer Emergency Response Team, das sie selbst die Feuerwehr des Cyberraums nennt, und von dem aus eben die Rechner der Bundeswehr gegen Angriffe aus dem Internet geschützt werden sollen und die genau das bereits tut. Auf der Bundesebene haben wir das BSI, das dafür da ist, die Regierungsnetze zu schützen, dafür da ist, Standards zu entwickeln, Technologien zu entwickeln und zu unterstützen, die eben eine sichere Kommunikation gewährleisten. Wir haben dann dieses ominöse Cyberabwehrzentrum und da haben wir auch ein bisschen das Ding, das ist teilweise ja, so ein bisschen kritisiert worden, unter anderem von dem Bundesrechnungshof, der meinte, das wäre alles nicht so effizient, vor allem ist die Kompetenzverteilung und eben auch ja, die Know-how-Verteilung nicht ganz so klar. Und in diesem Cyberabwehrzentrum sitzen diverse Behörden, unter anderem das BSI, aber auch Stellen wie BKA und BND und die Bundeswehr eigentlich. Denn real gesehen wurde letztes Jahr dann kritisiert, dass die Bundeswehr noch kein einziges Mal an den täglichen Lagebesprechungen teilgenommen habe. Das Ding gibt es seit 2011. Das heißt, wenn es ein ernsthaftes Interesse daran gäbe, wirklich eine ordentliche Cyberabwehr durchzuführen, gibt es dafür Stellen und dann brauchen wir nicht noch mehr Stellen einführen bei der Bundeswehr, bei anderen Stellen, bei Geheimdiensten, um genau das zu tun, sondern wir sollten dafür sorgen, dass wir unabhängige Stellen fördern und schaffen, die das gewährleisten können. Dann geht es um die Frage, was für Risiken hat der Cyberwar für die Zivilgesellschaft oder für die gesamte Gesellschaft? Und da ist, glaube ich, der Angriff, der letzten Dezember eben auf das ukrainische Stromnetz begangen wurde, ziemlich deutlich. Denn plötzlich waren 300 Städte mehr oder weniger weg vom Strom. Ich glaube, 100 Städte waren es, die komplett dunkel geworden sind. Und hunderttausende Menschen hatten keinen Zugriff zu Strom, zu Kommunikation, zu was auch immer. Und das zeigt uns, wie schwer so ein Angriff für die Zivilgesellschaft sein kann und dass es eben kein präzises Wirkmittel ist, sondern einfach auch ein Mittel ist, das gerade präzise gegen zivile Strukturen benutzt werden kann und dass Handlungen, die online geschehen, das heißt Handlungen im Cyberraum, eben nicht online bleiben, sondern eine ganz konkrete Auswirkung auf das Leben aller im Offline, wenn wir so sagen wollen, haben kann. Und das zeigt auch, wie man die Zivilbevölkerung treffen kann mit ganz einfachen Sachen, nämlich indem man einfach das Kommunikationsnetz angreift, indem man das Stromnetz angreift. Und das ist alles zentral machbar, das ist machbar, ohne dass man da hingeht, das ist relativ günstig. Und wenn man aber, sage ich mal, seinen Kriegsgegner von Informationen abschneiden will und man will jetzt diesen Kriegsgegner treffen, dann kann man das nicht tun, ohne den Rest der Zivilbevölkerung auch von Informationen abzuschneiden. Und dem muss man sich klar sein und auch diese Rede von der hohen Präzision von Cyberwaffen hält dem eben nicht stand. Ein weiteres Problem bekommen wir dann, wenn Cyberwaffen, sprich Schadsoftware, die eingesetzt werden, Fehler haben, denn jedes Programm, wenn man sich das betrachtet, jedes Programm hat Fehler und es ist nicht ausgeschlossen, dass Programme, die
von einem Staat dazu gemacht werden, anderen Dingen zu schaden, wirklich nur das tun und nicht irgendwelche unerwünschten Seiteneffekte haben. Das Problem hatte man bei Stuxnet, wo dann eben plötzlich später mal rauskam, wir haben jetzt dieses Programm plötzlich auf den Rechnern von einer großen Ölfirma gefunden, weil das hat sich wohl, ja, unvorhergesehenerweise oder vielleicht auch unbeabsichtigterweise so ein bisschen weiter verbreitet. Das kann man vielleicht damit vergleichen, wenn wir Biowaffen haben und wir haben einen kleinen Unfall im Labor und plötzlich breiten die sich auch da aus, wo wir das gar nicht so gerne hätten. Und das führt mich so ein bisschen zu dem Punkt, den ich eigentlich gerne machen würde, dass die Entwicklung von aktiv-offensiven Fähigkeiten immer auch bedingt, dass es Sicherheitslücken gibt. Das heißt, dass um jemanden anzugreifen, um in dieses Thema eines Gegners einzudringen, muss ich Sicherheitslücken ausnutzen. Und um diese Sicherheitslücken ausnutzen zu können, darf ich sie nicht schließen. Und das ist ein großer Interessenskonflikt, der eigentlich das Problem ist, das ich alles am größten sehe. Denn dadurch schaffen wir eine Unsicherheit, wir schaffen eine staatlich geförderte Unsicherheit, die noch ganz andere Konsequenzen haben kann. Denn alle Schwachstellen, die Software so hat, hat die Software natürlich nicht nur, wenn mein Gegner sie einsetzt, sondern das hat sie eben auch, wenn ich sie einsetze. Jetzt haben wir auch wieder das Beispiel Stuxnet, wo das ganz gut sichtbar war. Da wurden Steuerungssysteme angegriffen, die von Siemens gebaut wurden. Das waren Systeme, die wurden standardmäßig in der ganzen Welt eingesetzt. Nicht nur bei Atomanreicherungsanlagen, sondern im Automobilbau, bei Kraftwerken, überall. Das heißt, es war eine ziemliche Standardsoftware, die wurde angegriffen. Stuxnet war kein hochspezialisierter Angriff, der war wahrscheinlich spezialisiert auf diesen Eingriffs-, also auf den Angriffsvektor, aber der Angriff an sich hätte generalisiert auch für all diese anderen Szenarien eingesetzt werden können. Und das heißt, dadurch, dass man solche Angriffe fährt und dass man nicht dafür sorgt, dass die Einfallstüren, die diese Angriffe möglich werden, machen, geschlossen werden, macht man sich auch selbst verwundbar. Und wo kriegen wir dann überhaupt solche Sicherheitslücken her? Solche Sicherheitslücken kommen im Normalfall, sage ich mal, im traurigen Normalfall einfach auf dem Schwarzmarkt, auf dem Schwarzmarkt, der sich gebildet hat, um eben genau diese Sicherheitslücken zu verkaufen. Nicht mehr nur an gewöhnliche Kriminelle, sondern an Geheimdienste und an andere. Und in den USA hat das zum Beispiel dazu geführt, dass dieser Schwarzmarkt wirklich florierend ist, weil staatliche Stellen da einkaufen und immens hohe Preise zahlen, um sich diese Sicherheitslücken zu kaufen. Und das ist nicht nur ein unmoralisches Verhalten in dem Sinne, sondern es ist auch unmoralisch in dem Sinne, dass jede Sicherheitslücke, die von der staatlichen Instanz aufgekauft wird, um sich einen Vorteil gegenüber Gegnern zu verschaffen, eine verspielte Chance ist, eine Sicherheitslücke zu schließen und damit eben IT-Systeme für alle sicherer zu machen. Ein weiteres Problem dabei ist, dass wir uns ganz oft von Dritten dabei abhängig machen. Das heißt, immer wenn es darum geht, IT-Systeme zu benutzen, wird in der Regel Technik eingekauft, weil, ich sag mal, nationalerweise lässt sich das wahrscheinlich nicht alles beschaffen. Und dann haben wir das Problem, plötzlich, wenn wir in einem Cyberwar-Zustand, in einer ständigen Cyberwar-Bedrohung sind, dass ein Misstrauen wachsen wird, dass natürlich Systeme, die aus anderen Staaten kommen, mit Hintertüren ausgeliefert werden können, die von diesen Staaten dann in einem Zweifelsfall benutzt werden können, die wir vorher nicht erkennen können und wo man sich dann fragen muss, wie soll das funktionieren? Dass es a. ein extremes Wirtschaftshemmnis und b. vor allem ein großes Innovationshemmnis, weil dann plötzlich jeder versucht, sich von den anderen abzukapseln. Ein anderes Problem ist, dass Cyberwaffen eben nicht nur Fehler enthalten können, sondern dass Cyberwaffen normalerweise auch eingebracht werden in die Systeme der Gegner, bevor sie überhaupt zum Einsatz kommen. Das heißt, die werden da platziert, dann lässt man sie da, bis man sie irgendwann braucht, aktiviert sie nicht sofort, aber man hat dadurch eben auch immer das Risiko, dass diese Waffen erkannt werden. Das heißt, wenn der Gegner es schafft, auf seinem System zu erkennen, dass das System infiltriert wurde, kann er sich das angucken. Und Cyberwaffen sind jetzt nichts, was groß ist und schwer ist und was schwer transportabel ist, sondern das ist irgendwas, was dann plötzlich da ist. Ich sehe nicht, dass der Gegner das vielleicht gesehen hat und er kann dieses Wissen, das er dann da hat, benutzen, um quasi diese Waffe wie ein Bumerang zu mir zurückzuwerfen. Es macht auch unabhängig davon, wem sie jetzt in die Hände geraten, eben das Proliferationsrisiko extrem hoch, weil Cyberwaffen sind, wenn sie mal entwickelt sind, extrem billig. Das heißt, sie lassen sich einfach beliebig kopieren. Im Normalfall ist es ein Stück Software zu kopieren, das fällt nicht auf. Ein Stück Software zu kopieren, das ist nicht teuer, das ist nicht schwer, das kann ich einfach sonst wem in die Hände geben. Okay, das war ungefähr das, was ich sagen wollte. Ich will einfach nur klar machen, dass viele Fragen extrem offen sind und nicht gelöst sind und dass wir, solange diese Fragen nicht geklärt sind, wie kann man zuverlässig Angriffe attributieren, wie kann man zuverlässig irgendwie bestimmen, wann eine Handlung schwer genug ist, um als Kriegshandlung zu gelten, dass man
ohne diese Fragen zu beantworten, nicht einfach aufrüsten darf. Denn wir haben in der Vergangenheit oft genug gesehen, dass Fähigkeiten entwickelt werden. Und wenn sie mal da sind, auch wenn später gesagt wird, so, dass es rechtlich alles gar nicht so einfach, werden sie dennoch benutzt. Und dass ich darauf hoffen würde oder stark darauf plädieren würde, dass man einfach umdenkt und gesamtgesellschaftlich in die Stärkung von IT-Sicherheit zu investieren, anstatt sich darauf zu verlassen, einzelne Lücken im System seiner Lücken zu finden. Ja, na, vielen Dank. Es ist die Befürchtung gewesen, dass die Fragen, die wir haben, auch von dir nicht beantwortet werden können, weil sie momentan nicht beantwortbar sind. Aber wir versuchen natürlich weiter an den Antworten zu arbeiten. Wichtig ist eben, was du als Schluss nochmal gesagt hast, dass die Risiken unüberschaubar sind, die mit der weiteren Abarbeiten an oder Erarbeitung an Cyberwarfähigkeiten entstehen. Jacob, ich würde jetzt das Wort geben. Ich weiß inwiefern das bei der Übersetzung von Bedeutung ist, vielleicht noch langsamer zu reden, damit die Damen, die übersetzen, dann auch adäquat bei uns ins Deutsch übersetzen können. Jacob, bitte. So, I won't offend all of you with my terrible German. I'll instead offend everyone with my terrible English. But I want to echo basically everything that Anna had to say. I tend to agree with what Netzpolitik publishes on a regular basis, and I think it's really important to underscore that part of why we know any of these things is actually the publishing that they've done, and specifically about German secret services, which I think is really important, and their independent media presence is absolutely critical for understanding things that are happening. And so I just wanted to underscore that, and thank you for what you had to say, because it actually made it easier for me to say everything that I'll say now. So everyone is talking about cyber war, and I want to talk about cyber peace building, or peace building in general, which is to say, just as when you build up a capacity for war, you take time and you invest in strategies, you have people who specialize in it. Peace building is also a process, and that may include both offensive and defensive technologies, but the purpose there is to actually arrive at a state of peacefulness. It's not just about a conflict, it's also about the place in which we find ourselves on a regular basis. What does it mean to be at peace on the internet? And I think if we look to the Chaos Computer Club, the oldest hacker club in the world, and starting right here in Germany, what we see is this idea of open communication lines as a good thing that helps to break down boundaries that exist between societies. And I think that's a key thing. So having open communication lines where we can freely reach each other, that's a really key aspect of what it means to be peace. So having an open and free internet is, in fact, one of these prerequisites, I would say. One of the major problems that I see is mass surveillance. Mass surveillance is being done on a scale that almost includes the whole planet, depending on who is doing it. For example, the National Security Agency and the GCHQ invest almost incomprehensible amounts of money in surveilling the whole planet. The British are perhaps the worst, though the Americans are pretty bad in terms of their coverage. They have really most of the planet. They even have satellites in space behind other satellites to spy on them, if you can imagine that. Behind, for example, some of the satellite telephone systems, there exist satellites whose job is to catch signal bleed. So you have the Earth, and then you have a communication satellite, and then behind that you have a like national reconnaissance satellite or something like that. And then they have also interception stations on Earth to catch the downlink from the satellite, so they get both sides. So to give you an idea about the scale of the spying, literally includes putting other satellites in space to catch signals, and other little satellites that travel between satellites to be able to sit in between satellite-to-satellite communication. I mean, of course, the people from the German military are well aware of this, but it's kind of shocking if we think of the scale, right? Does that count as the internet? I think the answer is yes, that's part of the internet as well. So one of the things that we need to think about is how we can make that kind of spying economically irrelevant, or to make it so economically infeasible as to make it not worth putting a satellite in space to spy on other satellites, for example. And one way to do that is with mathematics. And we generally talk about this in terms of encryption, and I think this is absolutely essential. So when we transmit information, we need to actually secure that information so that when it is intercepted, it is indistinguishable effectively from noise. So encryption
can come in many different forms, but the most important thing we need to consider is that it must be freely specified, it must be peer-reviewed by international communities, especially the academic communities, and it's essential that when we are actually building software for this, that we at least have one so-called free software or open source implementation of this software. And I won't get too technical here, but what I'll say is that if you look, for example, at the crypto systems used by the German government, like the SecuNet devices, if you look at, for example, the crypto phone, if you look at things like the Signal private messenger application, all of these things tend to have proprietary pieces, or there are secrets involved, or they cost money, or they rely on non-free platforms. That's really problematic because someone else may control them or be able to sabotage them. So it's really extremely problematic. So if you have a smartphone, for example, you may live under German law, but possibly it is the case that the American government has the ability to affect your phone more than the German government. As is the case, for example, with this Apple and FBI round that's happening right now. So that said, encryption as a defense is only a small piece. It's not actually the whole thing. We have to consider, for example, that the German government, but in general governments everywhere, actually actively sabotage secure communications. For example, whenever you want to be able to wiretap someone, you have to build a vulnerability in. And building a vulnerability into the system is exactly what we see. In Greece, for example, when the Prime Minister was wiretapped, likely by the NSA and the CIA, that was done using the so-called lawful interception capabilities. So merely encrypting some data, if it can be sabotaged, if it can be, in fact, wiretapped in some way, that might not be enough. So generally, we talk about this in terms of end-to-end encryption, where when you make a phone call, the only other party that's able to decrypt this is the person that you're intending to call. Now, those are the kind of systems we should see deployed everywhere. Every person on the planet, without exception, without economic boundaries, regardless of nationality, they should be able to actually use it, whether they're Germans or Syrians or Americans. And we should consider that if we do this, we'll still, of course, see spying. This doesn't end spying, but it changes the economics of the spying, which is important. For example, when we revealed at Der Spiegel that Chancellor Merkel was being spied upon, it's obviously the case she has regular phones and she has encrypted telephones. The way that she could be spied upon was through a method called selector-based surveillance. And this is a little technical, but not too technical. If you have a telephone number, that's what you would call a selector. And there's a system that the Americans have given to the Germans as well as other countries. It's called X-Keyscore. And this is a mass surveillance system that takes feeds of data, and it has buffers that can range for hours or days or weeks even, depending on the size and the amount of data that's actually being sent. And this data is stored and searched in real time. So everything is seized in bulk. This is the so-called mass surveillance. And then the selector for Chancellor Merkel's telephone was input into this system, and they simply searched all of the data coming into these buckets of information you could imagine. And there are hundreds and hundreds of these systems all around the world. And of course, there's one in the American embassy, very close to Polizeiplatz, actually on Polizeiplatz, and it has clear line of sight to the chancellery, for example. So I'm gonna raise 2 points with this. One is, it seems a little crazy to me that Chancellor Merkel could be spied on in this way, but then at the same time, it makes sense because she has to interface with the rest of the world. That means she has to use insecure systems, which means that she has to be vulnerable because we have chosen, as a society effectively, to leave everyone vulnerable all the time. And that's an extremely problematic reality, I would say, actually. And of course, the Americans in response, they said, oh, well, we're not spying on her anymore. Instead, they just spy on everybody around her, which of course gets her data as well. And the incredible part here is this idea of a duty of care, which is that effectively, there's a benefit to being able to do this kind of mass surveillance. And so the trade-off is to allow for this spying to happen to a few people that are important, allows them to spy on absolutely everybody all the time. So for example, in the UK, 100% of the internet traffic goes into these Keyscore systems. That's a system called Tempora. And that system, thanks to the courage of whistleblower Edward Snowden, was revealed to have really basically all of the internet traffic stored for many, many, many days. That's a huge volume of traffic.
And then it's searched. And it's searched in real time, but it's also searched retrospectively. So it kind of constitutes a kind of time machine, if you will. Another issue here, which directly relates to the British and the Americans, which I think is very important and needs to be looked into basically constantly, is the sabotage of cryptographic standards as part of a program called Bull Run. Now, Bull Run is an example of military strategic thinking that is applied to defensive technologies deployed, for example, by Germans, by American companies, by just individuals, where they actually work to go to standards bodies and to make systems easier to use for surveillance. So they actively work to sabotage security technologies. They concern troll about terrorism. They send people in to say that their companies, for example, have some sort of interest in it being architected a certain way, and they hide that they're actually Secret Service is doing this. And the British and the American government have literally thousands of people who are read into this Bull Run program, again, revealed through the courage of Edward Snowden's whistleblowing. And this sabotage means that when we encrypt things, in some cases, that encryption doesn't work as advertised. And that's by design by the British and the American militaries as part of a very forward-thinking strategy, knowing that people would need to use encryption in an information age to protect themselves. And they wanted to ensure that when you used the encryption and you thought it was safe, so you spoke more freely and more openly, you would actually be compromised by them. And they have a very long trend of doing this. Stories about groups like Crypto AG, and in general, the Americans love to hand people backdoor cryptography. And so the British have also done this. And in the realm of the British, then we've also seen them attack Belgacom, which is a European national telephone company, in order to prospectively have the ability to spy on any African nation who routes their data through Belgium without any Belgian interest whatsoever. So what we need to consider is, if we look at these things, we see that core infrastructures will be sabotaged, specific standards will be sabotaged, and they will be sabotaged in a way that gives an advantage that almost looks like a kind of digital neocolonialism, if you will, where they're able to spy and to collect on data. And this actually fits very perfectly with the concept of surveillance capitalism, which is the ability to accumulate information and to actually use that information to their own benefit for political and economic objectives. And the American government does this. And the German government is actually in on it in some cases with regard to deployment of X-Keyscore, for example. We know that the German secret services have this. Everybody in this room is being affected by that mass surveillance. And the German government, because it also benefits from it, is not speaking out against it, even if Chancellor Merkel herself is wiretapped by it. So what I would say in closing is to consider, for example, dual authority splits, and to consider that when we talk about defense, we need to actually work on securing these systems. So for example, the NSA has both a job of so-called information assurance, as well as cyber warfare. And obviously the cyber warfare signals intelligence side of the house won completely, because the information assurance side of the house doesn't even realize that the cyber war side sabotages the crypto standards that the information assurance side is putting forward as in good faith believing them to be secure. And that's extremely problematic. And in Germany, one of the places where we saw exactly the same kind of tension, but at a very small scale, was with the BSI and the Staatstrojan. I mean, if you work on defensive technologies, you should work to, you know, reveal these exploitations, these actual bugs that exist. It should be the case that sabotage like that is simply not allowed, that there shouldn't be false advertising of that kind. And we should consider, for example, making sure that every person in Germany and around the world actually has access to secure communications technologies without barriers of cost. Things that the Grundgesetz very specifically makes clear are related to fundamental human rights, for example, postal secrecy related issues. If we had our mail being opened at the scale that all of our communications are being scanned right now, it would be unthinkable. It actually has never happened before in human history. And the duty of care by states right now is simply abdicated entirely because you don't see it. It's not as obvious. So with that said, I think we need to find free and open source software and to fund it. It's very important to do that. It's also the case that we need to consider funding free and open source hardware and to actually control fabrication facilities where the means of production are controlled by the people that will be using them, so that we can have non-adversarial forensics.
that is the ability to verify that the device you have, for example, member of parliament here, if you don't mind using your phone as an example, this device, where there's a whole lot of hubbub in America, the iPhone, if we wanted to verify that the FBI had not coerced Apple, for example, into putting a backdoor onto the system, you would simply not be able to do that realistically. Apple does not provide a facility for you to do forensic analysis in a standard way where we can know that there isn't a backdoor, that there hasn't been a break-in. I mean, there are some little pieces, but the European Union also hasn't done this. If you buy a telephone, you have no ability to know whatsoever if it actually operates as it's supposed to, with very few exceptions. The same is true for computers and all of the electronics in this room. So we need to actually bring that back to people the way that we have had it with other things. And thank you very much. Vielen Dank, Jacob. Ja, als ich mir das iPhone gekauft habe, habe ich auch darüber nachgedacht, was Sinn macht. Die Alternative ist wahrscheinlich auch nicht besser mit anderen Modellen aus anderen Ländern. Insofern spielt es dann auch keine Rolle mehr. Du hast ganz konkret um die geheimdienstlichen Ausspähaspekte dargestellt. Und da kommt natürlich der Punkt des gläsernen Bürgers, der eine Rolle spielt. Das heißt, des Bürgers, der vom Staat gewissermaßen komplett durchleuchtet werden kann, was natürlich den Errungenschaften der Rechtsstaatlichkeit, vor allem auch in Europa, massiv widerspricht. Das war vor 20, 30 Jahren so gar nicht denkbar, wie es jetzt gemacht wird. Und die Schwierigkeit besteht darin, dass der Bürger sich dessen gar nicht bewusst ist und gar nicht weiß, welche technischen Möglichkeiten es jetzt gibt, um ihn überhaupt auszuspähen. Ich möchte jetzt ein paar Fragen formulieren, bevor wir sozusagen in die offene Runde hineingehen. Den Link, den du zu den Geheimdiensten gemacht hast. Was, Anna, einmal an dich gerichtet, aber auch an dich, Jacob, was wissen wir zum Beispiel in Deutschland über die Verpflichtung von Militär und Geheimdiensten auf dem Gebiet von Cyberwar? Also ist da auch der BND in irgendeiner Weise mit drin? Wie sieht es in den USA aus, Jacob? Was du dazu noch was sagen würdest? Und das Zweite, einen ethischen Aspekt ansprechen. Ist es denkbar, dass man Cyberwar-Fähigkeiten noch ächten kann, so wie Chemiewaffen, die geächtet sind, oder biologische Waffen, die geächtet sind. Und wenn man das möchte, was ist ja sinnvoll, das zu wollen, wie ist das gewissermaßen technisch denn auch durchsetzbar? Der andere Punkt ist eben, den ich vorhin kurz angesprochen hatte. Habt ihr in Deutschland, du vielleicht in den USA, aber vor allem im Blick auf Deutschland auch, Hinweise, dass es schon Überlegungen gibt oder Maßnahmen gibt, die Internetfreiheit zu beschränken. Und wenn es so ist, ist das nicht auch wieder knackbar durch Experten aus dem privaten Sektor sozusagen? Also sind selbst diese Einschränkungen des Internets, die sehr stattfinden sollten in Deutschland, sind sie nicht durch Experten wieder überwindbar? Und ja, die letzte Frage bleibe ich noch offen. Erstmal genau an. Okay. Und zur ersten Frage, was wissen wir über die Verflechtung von Militär und Geheimdiensten? Es wäre schön, wenn wir viel dazu wüssten, aber wir wissen, glaube ich, wenig. Und ich glaube, es liegt in der Natur der Sache, dass wir wenig darüber wissen, was wirklich passiert. Das, was wir wissen, hängt auch so ein bisschen mit der letzten Frage zusammen, in dem Sinne von, was wird gerade, oder was sehen wir, was in Deutschland getan wird, um Internetfreiheit einzuschränken. Und ich meine, wenn wir alle wissen, dass letztes Jahr irgendwann mal die Vorratsdatenspeicherung wieder eingeführt wurde, und das ist ja schon im Endeffekt eine Beschränkung der Freiheit des Internets, und dass das jetzt in irgendeiner Weise mit einem Cyberwar in Verbindung gebracht werden würde. Wir wissen aber auch, dass gerade im Bereich Cyber, wenn man den so nennen mag, eben Geheimdienste immense Kompetenzausweitungen bekommen. Das heißt, wir haben letztes Jahr mehrere Papiere veröffentlicht, unter anderem auch Papiere darüber, wie der BND mit seiner strategischen Initiative Technik massiv plant, seine Cyberabteilung auszubauen, und das alles unter dem Stichwort Abwehr von Cybergefahren läuft, was eben ein sehr vages Stichwort ist, womit eben viele Kompetenzausweitungen begründet werden, weil eben niemand so richtig definieren und überprüfen kann, ob es überhaupt sinnvoll ist. Und auf der anderen Seite haben wir das Bundesamt für Verfassungsschutz, das mit seiner erweiterten Fachunterstützung Internet eben auch massiv aufrüstet im Cyberraum, wenn man das so sagen will. Und natürlich, wenn wir von Cyberwar reden, dann sind so Dienste wie das BfV natürlich mit drin, denn das Bundesamt für Verfassungsschutz hat ja die Aufwehr, Spionage abzuwehren. Und da natürlich Spionage oder das Eindringen in fremde Systeme ein Teil dieses Cyberwars
ist oder zumindest dazu gerechnet wird, ist das BfV mehr oder weniger direkt beteiligt. Und das ist auch das, was ich vorhin so ein bisschen ansprechen wollte, ist eben die Kompetenzverteilung. Wer macht was, wer ist für was zuständig und wer darf was. Und solange wir uns nicht mal darüber klar sind, ob die Dienste das, was sie tun, ob sie das gerade dürfen, und ich glaube, manche würden eben die Fragen mit Nein beantworten, ist es eben schwierig, dann plötzlich noch mehr Menschen oder mehr Stellen, staatliche Stellen in diesen Kompetenzhaufen mit reinzuwerfen und niemand weiß so richtig, wo das gesetzlich geregelt ist. Zu dieser weiteren Frage von, wie erleben wir gerade eine Einschränkung von Freiheit im Internet, macht es mir ein bisschen Sorgen, dass wir öfter den Ruf danach haben, gerade auch im Zusammenhang mit den Anschlägen, die in Paris geschehen sind, dass man Kryptographie eben für die Bösen nicht benutzen dürfte, weil die werden dann geschützt und sozusagen dieses Datenschutz darf kein Täterschutz sein und die bösen Terroristen, die dürfen ja nicht verschlüsselt kommunizieren, weil dann können wir die ja gar nicht erwischen. Und das ist eine Sache, die macht mir große Sorgen, vor allem weil in Deutschland immer wieder darauf rumgeritten wird. Natürlich wollen wir sichere Kommunikation, natürlich wollen wir Verschlüsselung für alle, aber wir brauchen natürlich auch die gleichen Möglichkeiten wie in der normalen Welt, auch im Cyberraum. Das ist irgendwie was relativ oft fällt und das damit eben gemeint ist, dass man Kryptographie mit Hintertüren macht, auch ein klassisches Mittel eben, um Sicherheitslücken auszunutzen, statt sich zu schließen, wie ich vorhin gesagt habe, und das ist eben was wir auf jeden Fall nicht akzeptieren dürfen. Ansonsten, wie das mit der Ächtung von Cyberwar aussieht, das heißt, wir können sicherlich nicht mehr aus der Welt schaffen, dass es Cyberangriffe gibt und die werden sich auch sicherlich nicht verhindern lassen. Die Frage ist nur, wie man sich das eben verhält. In der Vergangenheit ist es eben öfter so gewesen, dass wenn gerade, ich sag mal, vorrangig russischen oder chinesischen Gruppen Cyberangriffe zugeschrieben wurden, dann war das immer mit so einer Verurteilung im Unterton und man kann sich jetzt nicht hinstellen und kann im Endeffekt genau ähnliches planen, um seine Kapazitäten dahingehend auszuweiten, um dann noch ein Vorbild zu sein oder das, was man vorher legitimiert hat, kritisiert hat, im Nachhinein jetzt zu legitimieren und eben sich dann darum zu kümmern, seine Systeme sicher zu machen und nicht noch zusätzlich zu schwächen. Sure. What do we know? Well, one of the things that we know, again, due to Edward Snowden, is that the German and the Americans work pretty hand in hand. I want to give an example of a kind of, let's say, active-passive collaboration that takes place. The military base Rammstein is used for drone relays. So they relay the communication of drone operators in the western United States to places like Afghanistan, Yemen, Iraq, I mean, all over the world, including the Philippines. And the German government is well aware of this, and it's pretty well documented that this is the case. John Getz, a very good, probably one of the best investigative journalists in Germany, has written books about this and films. And one thing that's extremely clear is that they use surveillance data. That is, the American, the British, and other governments use surveillance data as part of their drone program. And so there's a full life cycle of surveillance, mass surveillance-related data, intel, illegal assassination under international law, straight up political assassinations. So there's a complete connection there. And of course, intelligence services are part of that data collection, and they help to build systems. Another example of this is the way that Eurodoc and Frontex and other systems like the Schengen Information System, border systems in the United States, are being constructed. Part of the purpose of this is for basically breaking down the separation between law enforcement and intelligence. In the United States, for example, the FBI is both intelligence and law enforcement. And they have a process which is known as parallel construction, which is an extremely scary thing, where the intelligence services feed information as sometimes anonymous tips to criminal prosecutors in order to prosecute people using intelligence data when there's supposed to be a wall. And some of this is gathered with mass surveillance, some of this is gathered in other cases. And so what we know is that we do have transparent citizens and we have opaque state bodies, and that's a problem. We should flip that, absolutely. And in terms of outlawing cyber warfare, the law is largely useless in this realm, especially without accountability, especially when it comes to technology. Rather, we should consider economics. Economics, I think, hold a great deal of power here. So, for example, if we consider that the German government could, and in general any state could, fund the development of secure systems, fund the, and incentivize, in fact,
the creation of systems which are not vulnerable to mass surveillance systems or protocol classifications that are censorship resistant in general. I work on a project like this, the Tor project. Shamelessly, I say we need more Tor projects and things like this. These are tools that allow every person to have the ability to browse the web anonymously, to use other things, chatting anonymously, securely, where even targeted surveillance will have a great deal of trouble, which is, of course, a goal. I want to thwart not only mass surveillance, but also targeted surveillance, because the way targeted surveillance happens, again, with selectors, is through mass surveillance data sets. That's an incredibly important detail. And what we should do is not fund the creation of cyber-related weapons or exploits, but instead we should fund and have public competitions. It should be in Horizon 2020-related terms, we should be building these systems, and we should be putting money into building defensive systems. That's actually how we will get security from this. We obviously won't change that systems have vulnerabilities, but we can, for example, set up auditing programs to find vulnerabilities in common systems that we use, and to create open, secure architectures that can be shared and reused. As templates, essentially, for different things. And of course, when it comes to measures to limit internet freedom, in Germany, one of the biggest ones is copyright, right? GEMA is one of the biggest limits of internet freedom that I regularly encounter here. For those of you that have ever tried to like watch a YouTube video and it's been blocked, you know what I'm talking about. And what freedom is that? But the freedom to read, the freedom to write, the freedom to hear these things. And this is very, very regularly in the West how so-called free market solutions restrict speech, the way that things are taken down off of the internet as if you could erase them. They don't actually change much if you really want access, but they make it much harder for people to actually use it. And again, data retention also ties into this, because when you know that everything you do is being recorded and watched, you behave differently. And so the internet retention and data retention here, even though it may be sort of useful, even if you think it's the best thing in the world that it limits people's behavior, an important detail is that the people who have access to that data, it's sort of a little bit like a pyramid. At the top of the pyramid, you have the NSA and the GCHQ, and as you go down, you will somewhere find Germany. And an important detail is whenever you're recording all of the internet data, someone else will be able to break in and get it. For example, I recently met someone who runs the data retention system in Austria, and he pulled out his iPhone, which should tell you something really scary right there, and he showed me that he had access to the data retention system of Austria, that they were required to deploy for his internet service provider and others, and then he showed me the data that they were recording. So that meant that the privacy of all of the citizens of Austria came down to the security of the iPhone that I was holding in my hand. And so, of course, I looked at the data because I was interested in it, and I assure you that someone who has these cyber warfare capabilities does the same with German internet service data that is retained. And so it suggests that data retention is an international vulnerability, which is also in contravention to international law, and it is an intentional kind of backdoor. And so we should say no backdoors. We should actually build systems that are secure, even though there is a trade-off where sometimes it is useful in certain cases. But there's a huge expense. So that's the biggest, I would say, limit to internet freedom that I see in the West. And of course, in other places, such as in China, we see huge issues with regard to censorship, the same in Iran. But often one of the things we find is that the most politically sensitive things can sometimes be allowed because to watch who goes to it is more valuable than to censor access to it. So we have to be aware that the obvious thing, especially censorship, is not always as important as the less obvious thing, the surveillance, which is extremely important and gives a great deal of power to a number of people and to a number of states. Vielen Dank, Jakob. Ich würde jetzt die Runde eröffnen für Fragestellungen. Ich bitte, sich jeweils vorzustellen, damit wir das auch zuordnen können. Ich sammle jeweils zwei Fragen und gebe das dann weiter zur Beantwortung. Thomas? Erstmal bei der einen Frage. Thomas, bitte. Ja, ich hätte eine Frage an unsere Referentin. Du hast vorhin kurz abgehoben auf die Cyber-Warfare-Strategie der NATO. Ich würde dich mal bitten, kurz ein Assessment zu geben, wie entwickelt du das hältst, sozusagen in, wir haben ja jetzt über verschiedene Programme, die
die sowohl im Verteidigungsbereich als auch in dem Bereich der Geheimdienste ja vorwiegend national basiert sind. Mich würde interessieren, wie schätzt du das an? Wie weit ist da eine in der Institutionato und in der vielleicht ja auch außerhalb der sozusagen des nur nationalen Verteidigungsrahmens schon eine Institutionalisierung dieser Sachen, dieser Bemühungen sozusagen zu verzeichnen? Okay. Was ich mir angeguckt habe, ist dieses Tell-Manual. Das ist jetzt irgendwie kein Infinite-Strategiepapier, sondern mal versucht quasi zusammenzutragen, was es für Regeln geben kann. Ich muss echt sagen, ich bin nicht die Expertin für das, was in der NATO passiert. Aber ich glaube, man hat einfach mit diesem Tell-Manual gesehen, dass viele Fragen noch nicht geklärt waren, nämlich eben einfach, dass nicht richtig geklärt werden konnte, wann ist ein Angriff so schwer, dass ich auch mit konventionellen, in Anführungszeichen, Kriegsmitteln darauf antworten kann. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, würde ich die Frage dann gerne weitergeben. Ich glaube, du weißt das zumindest mehr von mir. Ich? Ja, weiß ich nicht. Naja, die Debatte hatten wir ja gehabt am 22. Ich weiß nicht, warst du dabei, Thomas? Es geht, die Frage war eben, das Ausmaß ist entscheidend, ob es vergleichbar ist eben mit den Schäden eines kommerziellen Angriffs, um das so zu beantworten. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt genau die Antwort ist, die du brauchtest. Nee, die Antwort oder die Frage war, inwieweit sich dort schon ein institutioneller Kern gebildet hat, wie viele Leute dort sich mit aktiv sozusagen auf NATO-Basis mit solchen, mit einer Cyber-Strategie, beziehungsweise auch natürlich mit dem Entwickeln von allen möglichen Sachen beschäftigen, also in der Institution. Keine Kenntnisse offensichtlich. Ja, weitere Fragestellung? Beziehungsweise, wenn niemand die Antwort weiß, kann das natürlich beisteuern. Bernd? Ja, ich hätte zwei Fragen. Die eine, denke ich, würde sich eher auch an Jack Applebaum richten. Und zwar geht es wieder um diese wunderschöne Geschichte mit dem iPhone von Apple und dem FBI. Sind wir da nicht längst bereits in einer Stufe, wo es nicht mehr darum geht, so etwas zu machen, sondern sich einfach dadurch, dass man das Ganze in einen Gerichtsstreit verpackt, die rechtliche Möglichkeit zu schaffen, rechtlichen Präzedenzfall zu schaffen, bei dem man dann künftig sagen kann, das ist ja legal, wir dürfen das. Und ihr habt das bereitzustellen für uns. Das wäre die eine Frage. Und die andere Frage oder Feststellung ist die nach einem sicheren System. Ich kenne ein sicheres System, das die Leute für extrem sicher gehalten haben. Das nannte sich Enigma. Man brauchte 2 Jahre, um das Ding zu knacken. Und es ermöglichte dann eine Massenüberwachung des gesamten deutschen Funkverkehrs. Es war während des Krieges. Das heißt, ich frage mich, ob es überhaupt möglich ist, sichere Systeme zu konstruieren. Denn, wie vorhin Anna Bissell gesagt hat, jedes Programm enthält immer wieder Fehler. Jedes Programm hat also immer wieder irgendwelche Lücken, irgendjemand wird sie finden. Das heißt, die Frage, die ich habe, ist, ob dieses sichere System jetzt überhaupt ein derartig erstrebenswertes Ziel ist. Und käme dann zu einer abschließenden, mehr oder weniger einen Eindruck, ob es denn überhaupt notwendig ist, alles und alles zu vernetzen. Wenn ich eine ganze Stadt verdunkeln kann, weil ich über das Internet einen Angriff auf das Kraftwerk starten kann, frage ich mich, wozu es notwendig ist, dass die Steuerung des Kraftwerks am Internet hängt. So, that was a lot. It's really a lot. With regard to the iPhone and the FBI, I think the important thing to understand is that the FBI are ultimately political actors in this. They don't actually care about the people that they're exploiting in, the dead from San Bernardino. I'm from California, and I don't see the FBI caring much at all about anything except their own political gain. They waited until there was a terrorist attack, and then they very cynically used that terrorist attack in order to gain a new capability. And the capability that they want is the ability to run arbitrary programs
on this iPhone. And actually, it doesn't compromise the encryption. What they wanted to do was to make it easier to mount an attack against this data. The reality is that is probably irrelevant in terms of the data on the phone. And the phone is also irrelevant. What they want is the ability to make every company an arm of the state, where any company who builds any security technology can be forced to weaken it or to harm it in secret. This is an incredible capability, and it has almost nothing to do with the encryption on that telephone at all, and it instead is about the limits of the state. One of the things that I found in living in Europe is that there's a general acknowledgement that there should be a limit to state's power. And what the FBI is trying to say right now is, when it comes to electronics and to cyber war and to the internet, that there should be no limit at all. So this is actually a political question, not a technological question. And to that I say that the FBI needs to step off. They have gone too far. There must be a limit to what they're allowed to do. And companies, and hardly advocating here for a free market solution or something, but I think it is incredibly important to understand that companies should not be secret agents of the state. And we should be able to trust that if a company says a thing is secure, that it actually is, and that there isn't some sort of secret thing behind the scenes. So that's with the FBI. What they're actually trying to do is to expand their authority, and we should stop them from doing that. And when they succeed in such a thing, anyone that's using Apple products needs to understand, you are a legitimate target of the intelligence community of the United States of America by not being a US citizen. And as a US citizen who is a legitimate target of the American intelligence, I tell you, that doesn't make it any better when you're not just a German citizen, but also American, for example. So we need to push back on that. And we should make sure, for example, in Germany, that that is not the case. That if you buy, for example, a Siemens product, that you don't have to worry that it comes with a German secret state backdoor. That should not be the case. There should be a limit to that power. Now, that said, what is a truly secure system? The answer, again, lies in mathematics. Now, I am merely a PhD grad student at the moment. I've just started in post-quantum computer cryptography. But what I can tell you is there are certain hard problems. For example, discrete logarithm is a hard problem at the moment. And finding the factor of two, for example, prime numbers, finding common factors in general, these are hard math problems. And when we have quantum computers, some things will change. There are other hard problems, such as the shortest vector problem with lattices. These can be the basis on which we build secure encryption systems. The Enigma system, as a story, it's kind of like a fairy tale that the British like to tell the world, that it was the most important thing, that they broke that system, and that was really important. But if you read the intelligence reports after the Second World War, they explained that, well, it gave them an advantage to break it. It wasn't actually a necessity. It gave them a little bit of an advantage, but not the largest advantage in the world. What was more interesting was the problem of so-called traffic analysis. That was knowing who was sending what and where they were sending it from. That was much more important in some cases than actually understanding the contents of those messages. Of course, it didn't hurt to have both. But we can work on building secure systems where traffic analysis is difficult. And this is important. If you're working in the Auswärtige Amt, for example, and you're abroad and you communicate classified information back to Germany, it should be difficult for someone to know that you're in the Auswärtige Amt, that you're a high-value target, for example. They shouldn't be able to even know that's who you work for, unless you choose. So one of the fundamental aspects of what makes a secure system is that it's yours. And you decide when it does certain things, the kind of autonomy, if you will. And we wouldn't accept, for example, a house who unlocked for a stranger, but we do that with our telephones and with our computers. And usually those strangers are foreign corporations that may, in fact, be secret agents of the American government, for example, under actual secret laws and secret courts. So when we look to building secure systems, we should evaluate it based on whether or not we are in sole control of it, whether or not it falls victim to exploitation in an active sense or in a passive sense, such as with surveillance. And with mathematics, strong mathematics, we can actually make it so that it's very difficult for those systems, if not impossible, without physical access, to be compromised by someone else. And that's, I think, a key component of what makes it. Obviously, there's a huge technical discussion that we would have to consider in that. But the answer is, yes, we can build secure systems, and we should really work on figuring out how we will build these secure systems instead of working to sabotage them, which is one of the things that's taking place now. So the BSI should be actively funding that. They should be encouraging school children to work on building secure systems.
They should be working on making sure that when a company makes security claims that they actually are secure. Right? They shouldn't be allowed to lie about whether or not they're secure if they're not. Telephones are the most notoriously insecure systems, I would say, that exist. Not just smartphones, but if you make a regular telephone call, it is by design insecure, and you are vulnerable to interception. So if you travel to a place, for example, if you travel with GIZ to Africa and you make a phone call back to Germany, there's a good chance that you're intercepted by the state you're in and every state in between you and Germany. And then why do we want to live in that world? How does that help us? What advantages does that give to other people? Okay, ich würde, glaube ich, ehrlich gesagt widersprechen zu sagen, dass wir 100% sichere Systeme bauen können, weil meiner Meinung nach geht es nicht. Das heißt natürlich, es gibt die Sicherheit, die Jake angesprochen hat, die mathematische Sicherheit. Das heißt, es gibt Verfahren, die sind mathematisch beweisbar sicher. Das ist richtig. Dann habe ich aber immer noch das Problem, dass ich ein Problem der Implementierung habe und ich kann nicht die Abwesenheit von Fehlern beweisen. Ich kann nur die Anwesenheit von Fehlern zeigen. Das geht einfach nicht. Und selbst wenn ich, sage ich mal, der Software vertraue, oder der Software vertrauen kann, davon ausgehe, dass die Software 100%ig sicher ist, habe ich immer noch eine Hardware dahinter. Das heißt, wenn ich eine E-Mail schreibe, die extrem sicher verschlüsselt und niemand kriegt meinen Schlüssel, meine Hardware ist kompromittiert und man kann sie dann einfach im Endeffekt auf einer anderen Ebene lesen, habe ich wieder ein Problem. Meiner Meinung nach gibt es keine 100%ige Sicherheit und ich finde, das ist aber nichts, was uns irgendwie dazu bringen muss, zu sagen, dann brauchen wir es gar nicht erst zu versuchen, weil es gibt ja immer verschiedene, sag ich mal, in der Kryptographie reden wir von dem Angreifermodell. Das heißt, wir müssen uns fragen, wer greift uns an? Ist das quasi ein Kleinkrimineller, der jetzt einfach nur mal kurz unsere Geliebten-Daten mitlesen will, weil er irgendwie eine einfache Möglichkeit hat, oder ist das ein Geheimdienst? Im Zweifelsfall einer wie die NSA, der einfach ziemlich viele Kapazitäten hat, um alles Mögliche auszuprobieren. Und da geht es eben nicht nur, sich quasi gegen irgendwie den größten Angreifer zu verteidigen und dann zu kapitulieren und sagt, das kann man nicht, sondern einfach zu versuchen, sich so gut wie möglich oder so sicher wie möglich zu verteidigen. Und dann haben wir eben das Problem, dass es dafür Bedingungen gibt und dass freie und offene Software zu haben keine hinreichende Bedingung ist oder kein Allheilmittel, um sichere Systeme zu haben. Aber es ist eine notwendige Bedingung, um das zu tun, weil man eben dann anderen die Möglichkeit gibt, da drauf zu gucken, zu schauen, sind da Hintertüren drin, sind da normale Fehler drin. Das heißt, ich weiß nicht, in der Schule ist schon ein bisschen lange her, ich glaube auf 1000 Zeilen Code 20 bis 50 Fehler war so das, was ich im Studium gelernt habe, ist normal. Das sind nicht alles Fehler, die hochgradig sicherheitskritisch sind, aber es sind eben Fehler da und die werden wir auch nicht wegkriegen. Und wir müssen eben dafür sorgen, um Menschen die Möglichkeit zu geben, da drauf zu gucken, um es anderen Menschen schwieriger zu machen, diese Systeme zu kompromittieren. Und das nicht nur auf einer Software-Ebene, sondern eben auch auf einer Hardware-Ebene, weil wenn wir darunter liegenden Hardware nicht vertrauen können, warum sollten wir dann erst bei der Software anfangen? Und ein anderes Ding, was ich ja vorhin schon gesagt hatte, gerade um sicherere Systeme zu kriegen, müssen wir diesen Handel mit Zero Days, das heißt mit bisher unbekannten Sicherheitslücken, unterbinden und nicht noch quasi fördern von staatlicher Seite aus, indem die eben erworben werden. Deutschland selbst hatte, oder das BSI selbst hatte Verträge mit Rupen, einer französischen Firma, die sich gerade auf den Handel mit Sicherheitslücken spezialisiert hat. Die gibt es, soweit ich informiert bin, mittlerweile nicht mehr, aber allein, dass das gemacht wurde, zeigt einfach einen ziemlich fragwürdigen Umgang damit, anstatt sich darum zu kümmern, auch von staatlicher Seite aus Dinge zu fördern, um Kommunikationstechnik sicher zu machen und das nicht, sag ich mal, Projekten zu überlassen, die das in mehr oder weniger ihrer Freizeit noch ehrenamtlicher Basis tun. Aber gerade das ist vielleicht auch ein Punkt, eine Dezentralität zu haben, die uns ermöglicht, sicherer zu sein oder weniger angreifbar zu sein. Das heißt, wenn wir alles auf bestimmte Dienste oder bestimmte Software verlagern, die von einem benutzt wird, dann ist die Software natürlich auch ein extrem attraktives Tor, um da einzusteigen. Das heißt, wenn ich jetzt versuche, weiß ich nicht, ein ganz plumpes Beispiel, wenn ich jetzt versuche, so irgendwie eine Methode zu finden, um irgendwie bei Google einzubrechen, alle Passwörter zu haben, das ist extrem attraktiv, weil extrem viele Leute bei diesem Dienst sind. Wenn viele Leute ihre eigenen Dienste pflegen, sage ich mal so, dann ist das nicht mehr so attraktiv, einen Einzelnen anzugreifen, es verteilt sich und vor allem habe ich da nicht mehr eine Abhängigkeit von einem zentralen Anbieter oder von einem zentralen Technologiehersteller, Softwarehersteller oder so, was auch immer das, was ich sagen wollte. Achso, und zum Thema, der ist es notwendig, alles zu vernetzen. Ich würde die Frage spontan mit Nein beantworten, aber ich sehe auch, dass es für viele Dinge eben Anwendungsfälle gibt, wo es sinnvoll ist, Dinge zu vernetzen. Das heißt, gehen wir von Kraftwerken aus oder gehen wir von irgendeinem Stromnetz aus. Es ist vielleicht nicht unbedingt notwendig, dass irgendwo ein Stromnetz in einer gewissen lokalen Weise irgendwo vernetzt ist. Also wenn ich davon ausgehe, dass wir so
Dinge haben, wo wir Stromnetz regulieren, weil wir eben irgendwie sowas wie erneuerbare Energien haben, da irgendwas hochfahren müssen, da was runterfahren müssen, da irgendwas getan werden müssen, dann müssen wir es vernetzen. Und spätestens, wenn das dann ein Netz gibt, das groß genug ist und anfällig ist und jemand kommt, steckt seinen USB-Stick rein und schleust ein Schadprogramm ein, das jetzt nicht unbedingt nur übers Internet kommt, dann brauche ich kein Internet mehr, an dem das dranhängt, um ein Problem zu haben. Das heißt, das ist einfach nicht unbedingt auch die Lösung zu sagen, wir hängen das jetzt vom Internet ab, wenn es extrem kritisch ist. Darüber sollte man natürlich nachdenken, aber das ist nicht ausreichend, weil ich im Endeffekt immer noch interne Netze habe, in die ich dann eben meinem USB-Stick einbrechen kann. Darf ich mal fragen? Bitte. Mein Name ist Daniel Reisegang, ich bin Redakteur bei den Blättern und ich habe zwei Fragen. Die eine, der Cyberwar selber ist ja sowas wie ein unsichtbarer Krieg in mehrfacher Hinsicht. Also Fred Kaplan hat gerade ein Buch veröffentlicht im amerikanischen Raum, wo er das nochmal sehr schön beschreibt, wie praktisch auch aus Hollywood heraus diese Idee geboren wurde. Also wie verschiedene Filme das genährt haben, gerade bei Ronald Reagan und dann auch später bei verschiedenen NSA-Chefs, wie das immer wieder mit reinspielte. Und ich glaube, da befruchten sich gegenseitig zwei Sphären. Das ist so das eine Unsichtbare, weil Reagan dann offenbar in den Sicherheitsraum ging am nächsten Tag und konsterniert fragte, ja, ist die Gefahr real? Und es dann später hieß, ja, sie ist noch viel schlimmer. Aber man kann sie eigentlich nicht, man kann sie nicht nachspüren, man kann sie nicht, man kann den die Quelle des Angriffs nicht ausfindig machen. Das ist auch so ein Aspekt der Unsichtbarkeit. Und was mich daran interessiert ist, auf der einen Seite wird gesagt und wird auch sehr richtig oder wurde von dir, Anna, gesagt, das ist im Grunde genommen Buzzword. Aber auf der anderen Seite scheint mir da doch noch ein gewaltiges Potenzial drin zu stecken, dass ich eben die Quelle nicht ausmachen kann. Das heißt, ich habe dort im Gegensatz zu einer Rakete, die ich abschieße, wo ich den Ursprungsort kennzeichnen kann, habe ich hier das Problem, ich kann sogar Kriege beeinflussen von außen, ohne direkt Kriegsbeteiligter zu sein oder als solcher mich erkennbar zu machen. Das heißt, ich habe dort ein gewaltiges Potenzial, so würde ich das sehen, Kriege loszubrechen oder zu verschärfen. Wie sieht es damit aus und muss ich dann ab irgendeinem Zeitpunkt möglicherweise doch von so etwas wie Cyberwar sprechen oder Cyberwar-Kriegsführung, auch wenn es ein Buzzword ist? Und wann ist es nicht mehr Sabotage, wie wir sie seit Jahrhunderten in der Kriegsführung haben? Also da ist bei mir eher auch die Tendenz zu sagen, es ist ein Buzzword, aber ich bin mir da unsicher, wann, bis wie lange noch. Und die zweite Frage betrifft die Möglichkeit, das einzulegen. Welche Rolle könnte beispielsweise die Wirtschaft übernehmen? Also wir wissen ja auch dank Snowden, dass die Motive der Geheimdienste nicht zuletzt auch Wirtschaftsspionage ist. Haben nicht gerade die Unternehmen ein großes Interesse, ihre Geheimnisse zu schützen? Und wäre das nicht ein Hebel, den man nutzen kann, weil auch gerade die persönliche Privatsphäre relativ wenig Wert hat, offensichtlich? Ja. Mit der Bezeichnung Buzzword wollte ich nicht mal sagen, dass man das nicht ernst nehmen muss, sondern dass ich es einfach schwierig finde, dass es einfach als Buzzword für vieles benutzt wird. Das heißt, ich glaube, es ist auch ziemlich klar, dass wir nicht genau wissen, welche Handlungen wir das selber befassen. Du hast ja gerade was im Sinne von Überwachung und Spionage gesagt. Eine andere Sache ist ja quasi Sabotage. Eine ganz andere Frage ist, ist es selber, wenn ich quasi im Internet Meinungen manipuliere, wenn ich soziale Netzwerke übernehme oder irgendwas. Das heißt, es gibt ja einfach eine Vielzahl von Handlungen, die wir darunter erfassen könnten. Und wenn du eben auch sagst, dass das Potenzial von einzelnen Kriege loszubrechen oder zu verschärfen, indem sie eben so tun, quasi als wären sie eine der Kriegsparteien. Ich glaube, das ist eine Sache, die auch von der NATO, ich glaube, daran erinnere ich mich nämlich noch, bedacht wurde, die dann zu dem Ergebnis kam, wenn ich mich nicht falsch erinnere, dass dann diese sogenannten Hacktivisten, die dann quasi so ein bisschen sich milizenartig dem Land anschließen, um das zu unterstützen oder eben wieder dagegen zu sein, dass die dann eben nicht geschützt sind und dass das quasi nicht irgendwie nur Zivilisten sind. Und das ist halt ein Problem. Inwieweit die Unternehmen da nutzen können. Ich weiß nicht, ich habe nicht genau verstanden, inwieweit sollen die denn nutzen. Ich meine, Unternehmen, sicherlich haben Unternehmen ein Interesse daran, irgendwie, dass ihre Daten sicher sind. Aber das ist ja eine Sache von erstmal Spionageabwehr, was ja nicht, sage ich mal, klassischerweise Cyberwar ist, sondern noch was anderes, was es schon länger gibt und wo wir quasi diesen Verfassungsschutz haben, der dafür eigentlich zuständig sein sollte.
der aber vielleicht immer was anderes macht. Aber ich weiß nicht, wie genau meinst du das? Also ich habe die Frage, glaube ich, nicht so hundertprozentig verstanden. Na, zum Beispiel bei der Durchsetzung von Open Source Software. Also dass da zum Beispiel ein stärkeres Interesse ist an Verschlüsselungstechnologien, an der Verhinderung von Backdoors und so weiter und so fort. Ich glaube, das geht in eine gute Richtung geradezu. Also ich meine, wir sehen ja zum Beispiel, wie Apple versucht, sich damit zu profilieren, indem Apple ja sagt, guck mal hier, wir stellen uns dagegen, wir tun was und nutzen das so ein bisschen als Marketing. Das reicht sicher nicht, aber es gab, ich glaube, im vergangenen Jahr immer eine Anhörung, wo es eben auch um Punkt Datenschutz als Marktvorteil und so weiter ging, wo eben auch klar gesagt wurde, Datenschutz kann ein Marktvorteil sein, vor allem jetzt im Zuge von NSA-Affäre und Co. Und wenn immer größere Skandale kommen und Leute dann irgendwann vielleicht doch mal zum Bewusstsein kommt, dass eben es auch vielleicht was kosten darf, wenn es dann so ein bisschen sicherer ist. Aber ich glaube, das kann nicht reichen, weil es im Endeffekt auch eine Förderung dessen geben muss und erstmal quasi einen Anschub dessen geben muss, um das dann in geeigneter Weise auch voranzutreiben und man nicht quasi den Unternehmen alles aufbürden darf oder den Unternehmen es alleine überlassen darf, irgendwie diesen Datenschutz oder Datensicherheit zu bringen, ohne dass dann von staatlicher Seite irgendwas Unterstützendes kommt, sondern vielleicht eher am Ende noch eine Forderung von, baut da mal bitte eine Hintertür ein. Da möchte ich selber noch eine Frage einbringen. Wenn wir über Cyberraum sprechen, bewegt sich das ja nicht nur ausschließlich im Cyberraum, vor und der Stichwort war zivile Infrastruktur. Wie ist es denn, habt ihr, Anna und Jacob, habt ihr Informationen oder Kenntnisse darüber, inwiefern der Cyberwar sich auf die konventionellen Waffensysteme bezieht? Das heißt, also das Außerkraftsetzen von konventionellen Waffensystemen des Gegners. Gab es da schon Vorfälle, ich erinnere mich, glaube ich, 2012, dass die Iraner eine US-Drohne runtergeholt haben und diese Systeme irgendwie geknackt haben? Wisst ihr da von weiteren Vorfällen und von vielleicht auch Programmen der Amerikaner oder der Bundeswehr, dass sie an solchen Projekten arbeiten, Waffensysteme des potenziellen Gegners außer Kraft setzen zu können, übernehmen zu können gewissermaßen, über die Cyberschiene? I mean, Stuxnet, I actually published in Der Spiegel that Stuxnet was Israeli-American. And I mean, that was very clearly aimed at disabling an atomic weapons program in Iran. Whether or not we think it's good or bad, I think an interesting point is, of course, that it was not controlled, as people suggested. But if you go to things like Milpol or the ISS world, the internet surveillance-related tools that are available at these places are, of course, they're used as part of a sort of holistic, if you excuse the expression, sort of holistic view of warfare. Our surveillance, again, is used in service of conventional tools, and of course, that's useful for lots of different cases, right? I mean, for example, we see in Israel and Palestine that there's actually a bunch of really great books by a guy named David Lyon, where he talks about surveillance as a kind of social sorting and how this is used in society. And how this is used in also military aspects for control. And of course that can include something quite scary, which is people who operate systems. For example, in Germany, Stellar was a satellite company, is a satellite company that was targeted by the NSA and GCHQ. Or Siemens. Siemens obviously was targeted as part of Stuxnet. They wanted to be able to do things, they wanted to be able to control Siemens-related equipment that was deployed in Iran. And what that means is that those private companies become, in fact, legitimate targets of intelligence services. And they are previously what was the military edge of society, except it's, for example, a telephone operator that works at Vodafone in Greece, for example. And they do that in order to have access to military or political leaders' communication systems. That may also include having the ability to control weapon systems. In the case of Stuxnet, it was directly and clearly the case that they were compromising anyone who could get access to those systems for actual uranium enrichment. In the case of Greece, the telephone operator who was able to wiretap people's telephones and to update the software and the systems, he was found hanged to death in his own apartment. So traditional people who have no military role, in fact, become a kind of military edge without the training, without the actual protections. Which is a big, I mean, it's a slightly off from what you're saying, but if we consider all of that, then we consider that people's families and people who are in the military, they actually
who control those weapons, they can be controlled also through surveillance, and we see that occurring in many cases in many places in the world, which is it's a little bit off from what you asked, but it's important to just consider that's one of the incredible powers of mass surveillance-related systems. And of course, then there's actual electronic warfare. For example, we talked about the drone-related interception for the American drone that was downed by Iran. We also see Laura Poitras, for example, just published a bunch of drone interception where the American government was intercepting Israeli drone feeds, and she actually turned it into art. It's high art in the Whitney right now. You can go and see it in New York City. And that is very clearly hacking, where you're able to then see what the other drones are seeing, and potentially they're able to control or to jam or to do other things, and then to confirm it. So the surveillance is again tied into that. Weitere Fragen? Interessantes Thema, aber. Dann denken Sie nochmal nach. Ich werde aber nach Zwischenfragen versuchen, das zu überbrücken. Du hattest vorhin das Thema oder das System Tor auch angesprochen. Wir haben über Wikipedia, nicht Wikipedia, sondern Wikipedia gelesen, dass zumindest im Jahr 2012 zu 60% Tor von der US-Regierung wohl mitfinanziert wird und vielleicht attackiert wird. Vielleicht kannst du diesen für uns scheinbaren Widerspruch auflösen. Yeah, I love to explain this. It's definitely my favorite thing about Tor. So inside of the U.S. government, there are different sort of, let's call them, factions. There are people that are interested in signals intelligence, and they really don't like Tor because it makes their life harder. And I'm glad about that. If there's one joy we have, it's that we make signals intelligence people's lives harder. But we have, at the same time, those signals intelligence people writing exploits for web browsers. We have people who are generally trying to spy on people using these systems. They're trying to attack it. And then you have a good friend of mine, Julian Assange, has said that the Department of Human Rights and Labor in the State Department is kind of the advertising side or the gun-running side of the State Department. So they care about human rights and labor, and they want to make America look good for American freedoms. And so, of course, the Department of Human Rights and Labor, they fund tools that help activists in, you know, the rest of the world, like in Germany, to have free speech and democracy. And so they fund these kinds of tools. They want to bolster the reputation. So you have people that care about human rights, allegedly, possibly actually, and they're working on funding the tools, while simultaneously you have spy agencies and intelligence agencies who not only use the tools, they also attack the tools because their opponents may use them. For example, if you use Tor, and you're being targeted by them, let's say they wanted to blackmail you, they wanted to find out some secret about your life, they would put you under surveillance, they would turn on the microphones on your electronic devices, they would try to break any web browsing that you were doing with the Tor browser, and that would be their job. Well, simultaneously, you'd have people in the United States that care about your civil liberties and your human rights, and they would be funding the tool in order to ensure that you could use this tool in order to protect yourself. And it makes sense, because government is not a monolith. And you see it, for example, here in Germany, you have the CDU and you have Die Linke, and obviously you have very different policies. And so you might want to fund one thing, while CDU might want to break another thing. And it makes sense. And the United States is much the same. It's just not a monolith. What's terrifying, though, is that the signals intelligence agencies are doing this without, I would say, real oversight. And they're doing it in a way where they make very Kafka-esque arguments where they say, well, you know, terrorists use encryption, therefore it's legitimate to attack it, and even if it happens in the United States. Normally they're not allowed to do those kinds of things in the United States or in other places, depending, and they do them anyway because they argue that there's an exception for terrorism or for national security. Even though, for example, in your case, they would want to break the system if you were using it precisely for their own political gain, and they would use those exceptions. So, you know, it's a complicated world, and working on an anonymity network is a strange thing, and you have a lot of competing interests. Also, das heißt, mit anderen Worten, dass Staatsinstitutionen in den USA auch gegeneinander arbeiten, offensichtlich. Die einen finanzieren und die anderen wollen es ausspielen. Ja.
That's exactly correct. And I know that it sounds completely crazy, but that's America. Ja, weitere Fragen? Dann wollen wir es, aber ich könnte sich verlängern, aber vielleicht eine Frage noch, die uns alle interessiert. Kann ich seine? Ja, deine Frage. Wo? Ich will auch noch eine Frage. Ja, bitte. Hallo, also mein Name ist Michael Otto, ich bin einfach nur Privatmann. Und was mich interessiert ist, es gab ja jetzt zum Beispiel im Irakkrieg, hat man gesehen, dass militärische Operationen ausgelagert wurden und Drittanbieter, Dienstleister diese militärischen Aufgaben übernommen haben für die US-Regierung, fürs US-Militär. Jetzt ist für mich die Frage, inwiefern sowas vielleicht schon bekannt ist, dass das auch auf Cyber-Ebene stattfindet, dass jetzt Regierungen sich externe Dienstleister nehmen, beauftragen, die zum Beispiel, wenn man jetzt das Stichwort Informationskrieg hat, Twitter, Facebook, wie auch immer, die da gezielt versuchen, Meinung zu beeinflussen, ob da irgendwas bekannt ist. Also, ich glaube, es gibt zwei ausschlussfähige Personen. Anna. Konkret haben wir gesehen, dass ganz oft Dienstleister einbezogen werden, wenn es gerade zum Beispiel auch um Bewachungstechnologie geht. Das heißt, irgendwann hat sich ja auch irgendwie angefangen, einen Staatstrojaner einzukaufen. Und zwar bei einer Firma, die jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, nur an, sag ich mal, die lupenreinsten Demokratie zu verkaufen. Und dann hat man sich dazu entschlossen, diesen Staatstrojaner von einer Firma testen zu lassen, die deutsche Tochterfirma einer amerikanischen Firma ist, die für die CIA britischen Fans macht. Das heißt, also besonders viel Skrupel scheint man bei dem Einkaufen eben nicht zu haben. Und auch, wie vorhin gesagt, das BSI hat von Wupen, von dieser französischen Firma Zero Days gekauft. Natürlich offiziell nicht, um die für irgendwas Böses zu benutzen, aber im Endeffekt ist einfach die Schwelle, gerade sich in einem IT-Bereich, wo die eigenen Mittel vielleicht noch nicht so gut aufgestellt sind, wo man sich eben noch nicht unabhängig von irgendwelchen Drittdienstleistern gemacht hat, sich einfach da Expertise zu holen. Und da ist das eben, das Problem ist eben auch, dass viele dieser Firmen, von denen man sich dann die Expertise holen kann, so Firmen wie Gamma International oder CSC für Überwachungsgeschichten, eben auch an autoritäre Regimes liefern und es denen ziemlich egal ist, an wen sie liefern. Das heißt, wir finanzieren damit, dass dann diese Dinge eingekauft werden, auch die Entwicklung von Technologie, die auf der anderen Seite gegen Oppositionelle, gegen Dissidenten, eben zur Verfolgung von Menschen eingesetzt werden, die wir eigentlich schützen sollten. Ich glaube, deine Frage zieht sich so ein bisschen auf Söldner, also gewissermaßen Cyber-Söldner ab, ja. Yeah, one thing that I would say is that the Iraq War is a great example, if anything was great about it, it serves as a great example, let's say. General Alexander, who was the head of the NSA at the time, talked about how he was able to reduce the response time from something like, I think, 19 hours to 9 minutes or something like this. And part of the way that that was possible was, of course, by sort of modernizing, so-called modernizing the battlefield. And in that, of course, you had countless military contractors, and you have, I mean, there are so many that it's hard to imagine, but there's an investigation by Dana Priest, Top Secret America. She details military contractors in the United States, and there's just an unbelievable number of them. And of course, every single military contractor tries to get into the electronic warfare realm at some point, if nothing else, by partnering with someone else. But you have groups like Booz Allen and Hamilton, where Edward Snowden was a contractor, and they have extremely tight ties to the National Security Agency or to the CIA. You have many different aspects of this. So for example, there's a thing called persona management software, where the whole idea that these companies provide is the ability to create false identities of people on the internet to be able to change what seems like the general position of people across the internet. That's a kind of psychological warfare. You have units like JTRIG in the GCHQ, whose job is to do psychological operations on civilian populations. You have groups like SAIC. They actually worked with the FBI to write an exploit, I think, for the Tor browser, which we've obviously patched. We, in fact, patched it before they deployed it.
But they're involved, therefore, in actual exploitation of computer systems and the exfiltration of data, and they are a privatized arm of the state in terms of certain kinds of actions that take place. And Anna mentioned, for example, FoodPen. There's another group, they're called Hacking Team. And those guys are just totally unscrupulous jerks, and they sell to some of the most authoritarian regimes on the planet, including to the Egyptian regime, both pre- and post-revolution, selling to their intelligence services, knowing that those regimes torture and kill people without due process. And those same people are protected by the Italian government, and their tools are purchased also by the FBI. So when you are buying Hacking Team's products, you're actually supporting the authoritarian regime of Egypt, and helping to put down the January 25th revolution, for example. And if you want to learn more about these kinds of contractors in general, there's a website where you can actually look up the names of people and look at their resumes and stuff. It's called ICWatch, or Intelligence Community Watch, icwatch.wikileaks.org. It's a really great resource. In fact, the main person behind this website, the Transparency Toolkit website, lives here in Berlin. And they're working to actually show who the watchers are. Because it turns out of all of these surveillance systems, all of the tools that people are building, they're built by people. And those people usually freely post their resumes on the internet in order to get better jobs, which allows us to see who the watchers are. And for the most part, the watchers are not in the military. I mean, there are many that are, but many of them are corporate actors and private actors that have incredible special privileges by the services that they render to government. It's really fascinating stuff. And a lot of them are here actually in Germany, often contractors for the US military, obviously. There's a lot of them. And it's really interesting if you look at their resumes, the things they talk about in the classified programs, and they actually brag about these things. And normally you'd be prosecuted for talking about some of these programs, but because they talk about them in their resume, and somehow it's this gray area. So you can learn a lot from that, and it's really, really, really fascinating stuff. Ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen, Fragesteller? Nein. Vielleicht mal eine ganz banale Frage. Wenn ich so ein Handy in der Hand habe, sicher ist es nicht, das ist ganz klar. Es wird auch sicherlich, weil es ortbar, solange das Handy an ist. Wie ist das, wenn das Handy ausgemacht wird? Man kann in den ganz modernen Handys wahrscheinlich mal mehr dieses Akku rausnehmen. Wie sicher ist ein Handy, wenn man es sozusagen nur ausmacht, was die Abhörung und die Ortung betrifft? Könnt ihr dazu was sagen? Allein für das als praktisches Beispiel vielleicht. Die Sache ist, wenn ich sicher sein will, nehme ich mein Handy nicht mit. Ich kann dir nicht sagen, wie sicher dein Handy ist, wenn es aus ist. Ich kann dir nicht sagen, wie gut du geordnet werden kannst. Es gab Berichte dazu, dass man das Handys so aussah, als wären sie ausgewiesen, aber das war, glaube ich, auch im Zusammenhang mit NSA-Berichterstattung, dass es eben eine Möglichkeit dazu gab, eben Software auf das Handy zu spielen, sodass das Handy quasi so tat, als wäre es aus, aber eben nicht aus war, sondern interne Funktionen eben für das Mikrofon und so weiter noch angewiesen sind. Aber im Zweifelsfall, wenn du sicher gehen willst, dann drück dich im Wald, dass das Handy zu Hause. Yeah, bad news there. I mean, it's a dreadful world that we live in, I think, in some ways. I actually think, you know, if you have, like, you have a modern iPhone, for example, I think that that's pretty good in terms of certain aspects of the security, but we have to consider the whole picture. You know, you have behavioral analysis. Are you secure from that if you leave the phone at home? Well, it depends. Is that going to change the pattern, the profile, or the so-called pattern of life that you normally leave behind? So leaving it behind might mean you're not wiretapped by your phone or intercepted when you go to a place, but it may reveal that you went to a place where you didn't want to be wiretapped by having left it at home. And this is the kind of problem. Pattern of life monitoring is a part of mass surveillance. So for example, I have a cell phone here, and I mostly got it so that someday I can hopefully get access to the archives of an intelligence service that is wiretapping, but I cut the microphones out of it. So physically, there are no microphones in this telephone anymore. If you attach a headset, then you can make a phone call as normal. And so you can make modifications like that. We should imagine, for example, that when you ask this question, that there are lots of different tactics, and almost none of them have to do with the law. This is the really sad thing. I mean, the law says you can't break into my phone, the law says you can't wiretap me, the law says you can't do this pattern of life stuff, and the law doesn't actually change what is technologically possible for people who will break the law.
And so we need to really consider that aspect of it. And so I tend to side with anonymous, that if I want some privacy, I don't bring my phone with me. I intentionally sabotage pattern of life profiling if I can. I modify my hardware. I put a lot of energy into that, which means that, again, privacy becomes a function of knowledge and privilege, which is really problematic. So hopefully we can change that. Vielen Dank. Ich werde jetzt nicht alles zusammenfassen, was gesagt war. Da habe ich noch eine Wortmeldung. Bitte. Nachbrenner von der Markus Seifert Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Erstmal danke an das Panel, das war wirklich ganz wunderbar. Wenn man keine Fachfragen hat, stellt man immer gerne Prognosefragen. Ich bin ein bisschen fachfremd. Ich habe eine Veranstaltung bei der Hertie School besucht, wo man die Prognose für 2030, die Entwicklung des Internets, mal diskutiert hat. Und da würde mich mal eure Einschätzung interessieren. Kernpunkt war so ein bisschen, dass das Internet einfach eine Wandlungsphase derzeit durchmacht und von dieser anarchischen Welt im Prinzip teilweise eine Renationalisierung durchaus ein denkbares Szenario ist, dass man einfach ein Setting Rule durchsetzt, was für alle geltend ist. Und da würde ich ein bisschen Input von euch gerne haben wollen, wenn das möglich ist. Danke. Also vielleicht, um das ein bisschen spezifizieren, was sind so die Kernpunkte, die ihr als kritisch erachtet in den nächsten 5 bis 10 Jahren, was das irgendwie vorantreiben können, in welche Richtung sich das entwickeln kann und was denkbare Szenarien vielleicht ein bisschen dabei sind? Okay. Ich glaube, dass wir einfach an einem Punkt stehen, oder nicht an einem Punkt, aber in einem, sag ich mal, Zeitalter, in dem sich ein bisschen entscheidet, ob wir quasi dieses Internet, das eben, ich würde es nicht der Nachricht nennen, ich würde es frei nennen, ich habe nichts gegen Anarchismus, aber ich würde es frei nennen, und eben zu sagen, dass wir gucken müssen, bleibt es frei oder wird es wieder frei, weil momentan ist es nicht frei, es gibt Gefahren, weil diese Freiheit des Internets beschneiden, es gibt Überwachung, es gibt all das, und es gibt vor allem jede Menge Überwachung, die nicht gesetzlich geregelt ist, ganz unabhängig davon, ob sie gesetzmäßig ist oder nicht, einfach überhaupt nicht geregelt ist, oder ob das Internet quasi zu einem, sag ich mal, massenüberwachten, durchregulierten, staatlich regulierten Ding wird, das idealerweise auch noch repressiv gegen Menschen eingesetzt werden kann. Ich würde mir Variante 1 wünschen. Ich kann mir Variante 2 vorstellen, und ich denke einfach, das, was wir tun müssen, ist, um dafür zu sorgen, dass das Internet, zumindest das Beste, ich mir als Aufgabe setze, dass das Internet frei ist, frei bleibt und ein bisschen freier wird. I think one of the big trends that we're going to see in the next 15 years is the re-decentralization of the internet. Part of the reason that we work on Tor, for example, is we want to make it possible for, you can imagine running a Tor relay as a kind of civic duty, where you're actually helping people to have privacy by design, as opposed to privacy by policy. And I think we'll see that as a civic duty, at least I'd like to think that we'll see that as a civic duty, where people are really encouraged to help, to spread out. I think also we'll see, just as we see an internet of information, as we see right now, you can also imagine many other kinds of networks joining. So like, for example, when we talked about having power plants connected to the internet, if we really decentralize also electrical generation and storage, it changes fundamental attack points for infrastructure, right? Like the Tesla battery pack for the house, for example. If every house has something like that, and they can gather energy, say through renewables, each place can actually take the place of a miniature power station for certain areas, certainly for its own house. And we can imagine that we will see mesh networks finally take off. They haven't really yet, but here in Berlin, Freifunk is in fact one of the biggest mesh networks that exists. I think here in Barcelona are the two largest mesh networks in the world, maybe, I'm not entirely sure. But we'll see more local networks also providing useful services to people. And I think we'll see a decentralization of larger parts of the internet. For example, the domain name system, I think we'll start to see changes in confidentiality with regard to that. And in general, I think we'll see pervasive monitoring or mass surveillance as the attack that it is. This is something that IETF, the Internet Engineering Task Force, has already really
stated that pervasive monitoring is an attack. And in that sense, we'll start to take the issue of mass surveillance quite seriously. And the internet's future protocols will take into account a multipolar world, if you will, where it used to make sense when you had one state telecom and one state authority, that certain protocols would be crippled, if you will, because we all know we can trust that single authority to never abuse their authority. People have been, I would say, disabused of that notion, and they no longer feel that. And so we'll see internet protocols change to take into account the fact that when you go to Russia and you want to connect to Germany as a legitimate target, maybe having such a vulnerable system is not a great idea. Maybe you want to build an actually secure system. Or maybe you want to make sure that it works equally well across a satellite link or a normal internet connection that's available to you, because sometimes the internet will have chunks that don't work as they're supposed to, because, again, intentional attempts at surveillance and sabotaging. So I think we'll really see stuff like that take off in a big way, where it's not just on the fringes, like information anarchist type people or something, you know, that care about that, but basically everyone will realize that they have something in common with that. And in a sense, we will have a much more free and open internet, but not everyone in the world will have access to it. Right, 1 billion people live behind the Great Firewall of China right now, and that will, without a doubt, limit spheres of information that they have access to outside of that. Even if they can bypass it, if the majority of them don't, that has a change in their psyche, it has a change in the information that's available to them. But inside of that, I think we'll see incredible things where people are able to freely trade outside of those restrictions, especially with peer-to-peer and mesh networks on personal devices, on localized connections. Actually, for example, I met a person who works on a cell phone system. Let's say that it's a very large cell phone chip manufacturer. And they explained they already perfected the ability to make peer-to-peer calls with phones, but this hasn't been deployed because there wasn't a good interception and surveillance strategy. So most of these phones, if I wanted to call him right now, it goes through a tower, it goes through a backbone, potentially it goes somewhere else, and then it eventually goes through his phone. In the future, one thing we'll see is that we'll actually have peer-to-peer calling where when my phone is next to his phone, it will go directly instead of through these towers. And part of that will be for resilience. And another reason will be, again, I think very clearly, because we will no longer trust all of this other infrastructure because it's in fact run by so many different people with mixed interests. Those will be really big changes. But I'm not a futurist. Most of those things actually already exist today. The difference is I think many of them will be widely deployed. Also ich werde jetzt nicht alles zusammenfassen können, dafür war das Feld zu breit und auch zu kompliziert. Wenn ich an die Ausgangsfragen gehe, Cyberwar, Militarisierung der Netze, so glaube ich, kann man festhalten, dass das voranschreitet, dass wir auch als Linke an dem Thema dranbleiben, was die Cyberwar-Entwicklung anbetrifft, was der Aufbau der Strukturen anbetrifft, eine eigene Operationseinheit, die weiter ausgebaut werden soll, wahrscheinlich in Rheinbach. Das werden wir weiter beobachten. Die Fragen auch, welche rechtlichen Möglichkeiten, Grenzen, völkerrechtlichen, verfassungsrechtlichen Grenzen es gibt, werden wir weiter beobachten und auch mitdiskutieren. Todesschluss wie Netzfreiheit war der zweite Punkt der Frage. Dazu gibt es glaube ich, ein gemischtes Bild, kann man sagen. Es gibt Versuche, die Netzfreiheit einzuschränken. Du hattest, glaube ich, gerade gesagt, die Vorratsdatenspeicherung sei so ein Element. Andere Aspekte auch. Auf der anderen Seite Alternativen, die erarbeitet werden. Also ist das noch nicht wirklich entschieden. Und was festzustellen ist auf der einen Seite der Versuch, gewissermaßen Menschen stärker zu kontrollieren, staatlicherseits, also den gläsernen Bürger, was ich gerade mal als Begriff verwendet hatte, auf der anderen Seite eben auch die Freiheit im Netz zu nehmen, sodass er da gewissermaßen eine Zwangssituation kommt, weniger Netzfreiheit zu haben und zugleich aber auch transparenter für den Staat zu werden. Damit möchte ich mich bedanken bei den beiden Referenten, bei Jacob und bei Anna. Und mich bedanken auch für die Teilnahme eurerseits, ihrerseits und für die Fragestellung. Und ich lasse Sie dann in den Abend. Danke.